Be calm, little maid, sleep well, little night. The moon is shining bright. Dream well, little maid, dream well, little night. Devil shields you and me from the plight. Sleep well, little boy, dream of lands far away where the giants are tall. Sleep well, little girl, dream of lands far away, far away, far away beyond the wall. Our will edge is strong and our wall still stands tall to protect us from bad fairy tales. I beg you, my love, do not heed the call. Never leave, never pass beyond the wall. Never leave, never pass beyond the wall. Sanja Selangaroshem, herzlich willkommen zu Beyond the Wall in den Herzlanden. Wir spielen gerade die Flussperlen. Schauen wir mal, ob es bei einem Two-Shot bleibt. Die Betty als Else Mehltau. Guten Abend. Unter ihr Callisto als Gwendolin Mehltau. Hallo. Frank F. als Taran Krochenhardt. Guten Abend. Und Spoon RPG als Fergast Hinzer. Seid gegrüßt. Lieber Erzählelf, kannst du denn zusammenfassen? Ja. Juhu. Aber zunächst einmal sei mir ein Schluck Tee genehmigt. Oh, aus meiner schönen Tasse, die ich heute einweihen wollte. Ja, habe ich ja gewonnen sozusagen. Nun gut, ja, wir starteten das letzte Mal, als wir noch dort auf dem Schloss waren. Im Endeffekt noch zu Gast beim Feenfürsten. Wir hatten einen sehr depressiven Taran, der irgendwo nicht so recht wollte und nur in der Ecke gesessen hat. Dann haben wir zusammen überlegt, was wir so als nächstes machen. Bedelia wollte dann die Oberhexe Amalia fragen und hat dann den Wind losgeschickt mit einigen Fragen. Und als sie dann wiederkamen, tauchte auch der Feenfürst wieder auf, der sein Schloss wieder in Beschlag genommen hat, sich zum Essen hinsetzte und uns alle zu seinem Hof stattmachen wollte, aber eben dann auch uns Anstecknadeln in Form einer Taube überreicht hat, die uns als Helden von Hay auszeichnen. Er fragte dann, um seinen Teil einzulösen, halt diese Feenpfade, wo die denn nun hingehen sollten. Und ich glaube, den ersten Feenpfad, den wir uns gewünscht haben, wäre von Hay nach Avonwen war das, ne? Und dann halt irgendwie weiter nach Pembroke oder sowas, irgendwie in die Richtung. Ja, der Tröstversuch mit Fridolin hat dann bei Taran auch nicht so wirklich eine Wirkung gehabt. Wir haben auf jeden Fall noch weitere Belohnungen bekommen vom Feenfürsten, wie Gold. Und Fergas hat noch so ein paar kleine Utensilien heraushandeln können, die vielleicht dann später, ob nun heute oder dann demnächst irgendwann zum Einsatz kommen. Aber das musste, glaube ich, relativ zeitnah passieren, nicht, dass das Viech irgendwo weg ist. Das werden wir noch sehen. Dann ging es noch um die Gänsestatue, die eventuell wieder zurück in den Tempel sollte. Und Else, ja, soll vielleicht auch erwähnt sein, hat beim Wegräumen der Rüstung, da waren ein paar Teile übrig. Das ist genauso wie bei IKEA-Regalen, wenn man so eine Schraube übrig hat, ne? Dass dann hier ein paar Smaragd und so weiter in ihre Tasche gewandert sind. Aber gut. Ja, wir sind dann über Nacht noch dort im Schloss geblieben und Gwen hat geträumt. Sie hatte einen ganz besonderen Traum. Es ging um ein ausgetrocknetes Flussbett, aus dem dann Wasser sprudelte. Und sie hat tatsächlich zwei Frauen getroffen, die vorher eine Gans und ein Pferd gewesen sind und sich dann dort irgendwie verwandelt haben. Und die haben ihr doch tatsächlich zwei Steine gegeben, also jeder einen. Und haben dazu gesagt, zwei Steine, zwei Wünsche, zwei Tage. Genau so war es. Man sollte richtig mitschreiben, wenn man die Folge nachhört. Vielen Dank. sie hat erstmal nicht so wirklich eine Idee gehabt, wer das denn sein könnte, aber wir haben sie relativ schnell vermutlich dann eben als Bridget und Dana, die beiden Göttinnen, identifiziert. Und der erste Wunsch, der zu diesem Stein geäußert wurde, war es eben,
Taran die Magie wiederzugeben, woraufhin dieser Stein sich in eine Perle verwandelt hat. Eine richtig schöne, große Perle. Genau. Dann haben wir weiter Pläne geschmiedet noch beim Frühstück. Bedelia wird jetzt nach Pembroke reisen, um zu prüfen, ob dort das Ritual durchgeführt wurde. Und wird dann in 3 Wochen nach Tywel, um dort Branwen in Empfang zu nehmen, wenn sie sich denn aus der Fischform wieder zurückverwandelt. Ja, das weiß man nicht so genau. Vielleicht hat das Nebenwirkungen. Sie wird ab jetzt immer Schuppen haben oder so. Ja, oder sie hat permanent Kiemen. Ja, kann sie, ja, dann muss genau. Sie beim Wasser bleiben. Ja, Wir sind dann zum Feenmarkt gegangen und hatten dort ein paar, wo wir gerade bei Wasser sind, ne? Gewände und so, das Techtelmechtel mit der Meerjungfrau. Ich hatte kein Techtelmechtel mit der Meerjungfrau. Ihr habt euch geküsst. Du hast die voll geknutscht. Sie hat mich geküsst, nicht ich sie. Das ist ein großer Unterschied. Naja, geh dich mal raus. Wobei bei Gwen ist, glaube ich, nicht so der Unterschied, ob sie sich den Zahn ausschlagen lassen will oder knutschen. Also ich glaube, für meine Freunde tue ich alles. Das mit da dem muss Zahn sie eine sehr schlechte Küsserin verdreht. Sein, wenn das auf die gleiche, also wenn da die Waage ausgeglichen ist oder. Ah, okay. Vielleicht hat sie mich ja in die Lippe gebissen. Wer weiß, wie heißblütig diese Meerjungfrauen sind. Kalt jedem blütig. Tierchen sein Pläsierchen. Genau, ja. Apropos Tierchen. Wir haben so einige Stände noch, also weitere Stände besucht. Fergas hat von einem Oger eine 6-bändige Enzyklopädie über Feenwesen gekauft. Und irgendjemand hat ein Pin-Up von einem Oger. Wer war das nochmal? Ock. Ja, das habe ich gefunden, nicht gekauft. Ja. Also dann reden du und ich mal über unser gemeinsames und getrenntes, vor allen Dingen Liebesleben. Und dann können wir das mal austauschen. Aber weißt du, wer letztes Mal ein sehr hohes Interesse daran hatte? Wer? Nämlich du. Du wolltest das haben, du wolltest es unbedingt angucken, um halt Taran aufzumuntern. Du hast dir das geben lassen. Genau, um Taran aufzumuntern. Du hast dir das genau angeguckt, wenn man bei den Taran Kopf wegdenkt und so. Bei Taran war jetzt nichts mehr zu retten irgendwie. Ja, das versuchen wir gerade herauszufinden, denn irgendwie hattest du nämlich von der Meerjungfrau auch noch eine Geschichte erfahren. Dass wohl irgendwie es damals einen Wassergeist gab, der eine Geliebte hatte, und als er nicht da war, ist die Geliebte von einem Faun verführt worden, und der Faun hat der Geliebten die Magie geraubt, und sie hat ihre Magie wiederbekommen, weil der Wassergeist Flussperlen erschaffen hat, die dann in Wasser eingelegt mit einem Teil desjenigen, der die Magie geraubt hat, dann von der Geliebten wieder getrunken werden sollte, um die Magie wiederzukriegen. Nur, wie sie betonte, die Geschichten gehen also etwas auseinander. Ob es nur die Panflöte war oder der ertränkte Faun, das weiß man nicht so genau. Müsste man ausprobieren. So, dass das eventuell die Lösung sein kann, hier Taran eben seine Magie wiederzugeben. Das Problem ist, dass wir noch mehr von diesen Flussperlen brauchen. Ich glaube, 2 oder so waren halt dort. Und wir bräuchten Teile von der Person, die ihm die Magie geraubt hat. Das wird schwierig. Ja, irgendwie, nee, die Formulierung war dasjenige, wo die Magie hingegangen ist. Und anstatt diesen Staub zu nehmen, in den er zerfallen ist, das war ja nur dieses Spiegelscherbenstaub, war ja mein Vorschlag, die Spiegelscherbe zu nehmen, die in dem Antimagie-Kästchen ist. Weil die Scherbe immer noch magisch ist, da ist im Moment jetzt nur dieser Nebel zu erkennen. Aber das war ja im Endeffekt auch da, wo er herkam. Ja. Ne? Und deswegen würde ich vermuten, dass die Magie dort irgendwie mit reingesogen wurde oder sowas. Das ist zumindest eine plausiblere Verbindung, als diesen Staub da zu nehmen. Aber das werden wir dann noch rauskriegen. Genau, ja, dann war Taran bei Silvan Zeppelin und hat von ihm ein besonderes Geschenk bekommen, nämlich einen Armreif aus Sternenmetall, welcher unsichtbar macht. Allerdings nur den Träger selbst und halt nicht den Armreif selber, der dann halt so durch die Luft schwebt. Genau. Dann haben wir auch den Micha getroffen, der ja der Lehrling bei dem Silvan Zeppelin ist. Einer von den 3 Jungs, die aus Hay hier in die Lehre gegangen sind auf dem Feenmarkt. Ja, und letztendlich zum Schluss war irgendwie klar, nee, du hattest glaube ich auch noch mit dem zweiten Wunsch, mit dem zweiten Stein, so eine Art Vision gehabt? Nee, da war irgendwie, glaube ich, irgendwo. Du hattest auf jeden Fall eine Burgruine gesehen. Mhm.
Die Meerjungfrau hat gesagt, oh, das könnte sein, wo der Feenmarkt ist. Ich weiß natürlich nicht, wo der Feenmarkt ist, aber der ist in einer Burgruine. Der Feenschwarzmarkt, ja. Genau, der Feenschwarzmarkt. Und ja, unser Ansatzpunkt dahin zu kommen, dadurch, dass Bill, der Bullenmensch, der das Ganze irgendwie unter Kontrolle hat, nicht in Sichtweite ist, der müsste ja auffallen, haben wir einen eher unscheinbaren, etwas schüchtern wirkenden Jugendlichen irgendwo entdeckt, der dann ein Marvin sein könnte, der wohl dann der dritte Jugendliche aus Hay ist, der eben bei jenem Bill halt in die Lehre gegangen ist, und wir waren gerade auf dem Weg zu ihm, um ihn anzusprechen, als wir dann die letzte Runde beendet hatten. Also ich weiß nicht, ich möchte nur Taran hingehen, oder wollt ihr gemeinsam dorthin gehen? Wir schicken ihn vor und gehen mit. Also, okay. Dann starten wir gleich mal mit dem Würfelwurf. Und zwar dürft ihr alle mal auf Charisma würfeln, um zu gucken, wie viele Informationen ihr Marvin entlocken konnt, wie er auf ihn wirkt. Oh. 5 von 9. Ich habe eine 2 gewürfelt und ich habe Charisma 15. Ich habe eine Natural 20. Ich habe total... Der läuft schreiend weg. Ihr seht vermutlich Marvin, der an so einer Hausecke ein bisschen steht. Es ist ein Jugendlicher, der versucht, wohl recht unauffällig zu sein, was ihm nicht schwerfällt. Er ist auch vom Äußeren her nicht besonders auffallend, eher noch sein pickliger Jüngling um die 15. Und als er auf ihn zugeht, Taran allen voran, seht ihr gerade, dass er sich nach unten beugt, einen kleinen Beutel rausholt und einem Gnom gibt. Der Gnom ist ungefähr ein bisschen größer als eine Hand groß und nimmt diesen Beutel, gibt ihm dafür ein Geldstück zurück und geht dann, flitzt Richtung dieser Steinhügel, die da auch überall stehen, die ungefähr so groß sind wie ihr, und verschwindet in einem Eingang, wo auch so ein kleines Schildchen davor steht. Ja, und Marvin verschmilzt wieder ein bisschen mit den Schatten. Und schaut euch ein wenig erschrocken an, als ihr auf ihn zutretet. Sah das jetzt aus wie ein normales Geschäft oder war das was Dubioses? War das so eine Übergabe, die so... Also es war auf dem Feenmarkt, aber nicht besonders auffällig gemacht. Okay. Der Lehrling von dem Leiter des Feenschwarzmarkts, also... Gehen wir zumindest davon aus, ja. War sicherlich ein Handel, ja, mit was? Naja, er ist ein Dealer. Da kannst du was kriegen, was du rauchen kannst. Das macht die Sache viel einfacher. Ein Dealer? Handelt er mit Deal? Vielleicht auch, ja. Mit magischen Dealen, die sich so selbstständig zusammensetzen. Ja, ist klar. Lass mich kurz überlegen. Ja, ich würde natürlich an ihn herantreten und würde ihn so ansprechen, du bist ja auch einer von sehr wenigen Menschen hier, oder? Ja. Wir haben vor ein paar Tagen Hay besucht. Bist du einer der Lehrlinge, die hier arbeiten, die aus Hay stammen? Ja, noch ein halbes Jahr. Mhm. Stottert er, weil er stottert, oder ist er nervös? Er wirkt auch ein bisschen nervös, ja. Mhm. Mhm. Das finde ich total interessant. Ich bin selber bei einem Magier in die Lehre gegangen. Was machst du denn hier für eine Lehre? Was kann man denn hier alles so machen? Mein Meister ist Händler. Händler? Hm. Womit handelt ihr denn? Was man raucht. Alles, was man braucht? Dann musst du aber viel dabei haben. Zeig mal. Im Moment habe ich nichts. Nur Auftragsware. Mhm. Und wo hat dein Meister seinen Stand? Kann man den hier besuchen? Kein Stand. Mhm. Wie macht ihr denn seine Geschäfte? Das ist ja spannend. Man kennt ihn, man spricht ihn an und er
besorgt die Sachen. Hm. Wie heißt er denn und wie sieht er aus? Vielleicht will ich ihn auch ansprechen. Bill, aber er ist im Moment nicht da. Ach, Bill, der Stierköpfige. Bullenmensch. Der Bullenmensch, ja. Entschuldige. Ja, von dem haben wir gehört. Der scheint ja sehr bekannt zu sein. Mhm. Hm. Der ist im Moment nicht da. Machst du dir deswegen so Sorgen? Du wirkst so ein bisschen bekümmert. Nein, keine Sorgen. Mhm. Ich muss hier die Stellung halten und Aufträge annehmen. Mhm. Er hat einen Auftrag vom Feenfürst. Jetzt brauche ich noch mal eine kleine Erinnerungsstütze. Wissen wir davon? Ja, wissen wir. Was hat der Feenfürst uns dazu gesagt? Der Feenfürst brauchte einige Materialien, um diese Feenpfade zu etablieren und wollte sich da zu dem... Solche Geschäfte macht er natürlich nicht. Aber Bill war derjenige, der da irgendwo etwas beitragen konnte, damit das halt in Auftrag oder halt gemacht werden kann mit den Feenpfaden. Er hat es nicht spezifiziert, was, aber irgendwie der Zusammenhang war das. Beugt mich so zu ihm rüber. Macht er gerade Geschäfte auf dem Feen-Schwarzmarkt? Nein. Aber weißt du, wie man da hinkommt? Wir würden den gerne mal aufsuchen. Das ist bestimmt total spannend. Er schaut sich so ein bisschen um. Ich weiß es schon. Aber nichts. Ja, da kannst du es ja sagen. Preis. Naja, was würdest du denn dafür haben wollen? Was habt ihr? Oder ich habe, Kollege, ich hatte etwas ganz Besonderes, wenn ich da kurz einhaken darf. Ja, ich habe auch etwas sehr Besonderes. Ich habe ja gesagt, ich bin der Schüler von einem Magier und ich habe hier eine Spruchrolle mit einem besonders mächtigen Zauberspruch. Den hat Ticker von mir. Ach, okay, doofer Versuch. Ich klopfe da also auf die Schulter. Aber dann wirst du nachsehen, dass ich es versuchen musste, oder? Na, aber dann lass uns ehrlich handeln. Wovon reden wir denn? Reden wir von Gold oder reden wir von etwas anderem? Was schwebt dir da vor? Gold oder etwas Besonderes. Also geht beides. Naja, wir haben ja Gold. Ich bin am Japsen. ja, nehmen wir natürlich aus unserer Portokasse, oder? Also das ist ja, da muss ja jetzt niemand jetzt privat einspringen in also um. Also. Nee, das nehmen wir aus unserer Gruppenkasse, die du führst, genau. Ja. Ein Gold pro Person. Ein halbes Goldstück pro Person. Dann haben wir zwei Goldstück. Gut. Also zwei Goldstücke. Bitte auch zwei Goldstücke, nicht das Kleingeld rübergeben. Ne? Ja, ich kram in meiner Innentasche und ziehe den separaten Geldbeutel heraus. Ich nehme zwei Münzchen und drücke sie Taran in die Hand. Aber Münzchen. Wehe, das ist es nicht wert. Wehe. Danke. Ich gebe ihm erstmal die eine. Mhm. So, dann, wenn du uns die Auskunft gibst, dann kriegst du die zweite. Er könnte uns hinbringen. Ja, das ist doch besser. Nein, ich muss
eine Woche hier sein. Okay. Ja, in Ordnung. Aber dann sag uns jetzt, wie wir da hinkommen, dann bekommst du das zweite Goldstück. Den Pfad aus dem Dorf raus, durch das Tor in den Wald. Die erste Gabelung links, bis zum alten Menschengott-Tempel. Dahinter den Trampelpfad. Und ihr merkt, dass es viel mühsam ist, so lange zu reden. Trampelpfad rein. An einem Stein mit der Markierung mit Herz in den Wald zu einer Bluteiche. Von da findet ihr den Weg. Ist der Weg gefährlich? Ist er mit besonderen Gefahren verbunden? Er starrt auf die zweite Goldmünze. Die gebe ich ihm. Es ist der Feenschwarzmarkt. Er ist abgesichert. Was heißt das, er ist abgesichert? Er wird bewacht. Von wem? Wesen. Wie kommst du denn dahin? Mit Bill. Und was macht er, um da vorbeizukommen an den Wächtern? Nimmt Fleisch mit. Und Gold. Fleisch und Gold? Das heißt, wir sollten auch Fleisch mitnehmen. Sollte es besonderes Fleisch sein, irgendwie Lamm, Fasan? Blutig. Ah ja. Aber ja. Wenn es zu gefährlich ist, könnt ihr auch Bill beauftragen. Er sucht noch für den Auftrag. Feenkatzen sind selten geworden. Eine Woche, dann schaut er wieder her. Naja, wir können es ja erstmal auch so versuchen. Wir würden dann später auf Bill zurückkommen, oder? Also, wenn die Wächter blutiges Fleisch und Gold mögen, bist du sicher, dass wir da so vorbeikommen dann? Kommt ja auf die Reihenfolge an. Das wollen ja nicht unser Fleisch, Gold, wir wollen ja nur Fleisch. Der Eintritt. Das kriegen wir schon hin. Wir haben Else, die hat viel Gold. Und wir können hier sicherlich irgendwo Fleisch kaufen. Ich schaue mich so um, ist hier irgendwo ein Metzger? Ja. Marvin, vielen Dank, dass du uns weitergeholfen hast. Ja. Könnt ihr einen Brief für meine Mutter mitnehmen? Die auch auf dem Feenmarkt. Der Preis? In hey. Ach so, ja, natürlich, ach gib so. Mal her. Ja, gut. Ja, er kramt einen Brief raus und gibt ihn Gwen. Aber nicht lesen. Ja, nein, natürlich nicht. Aber woran erkenne ich denn deine Mutter? Megan. Megan, okay, dann sage ich ihr, ich habe einen Brief von Marvin. Da freut sie sich bestimmt. Ich tue den Brief in mein Wams, in die Innentasche, die wo da so voll geheim ist. Sollen wir ihr denn noch etwas sagen, was nicht im Brief drin steht? Noch etwas mitgeben? Oder so, willst du uns etwas für sie mitgeben? Der Brief reicht. Gut, das machen wir. Danke. Ja, gern geschehen. Jederzeit. Wobei, eine Frage. Für die Feen... Also, eine Feenkatze? Was hat Bilder mit der Feenkatze vor? Ich gebe meinen Brief ab, ja? Ja. Ja. Feenkatzen können durch die Orte reisen. Ja. Sie haben ein goldenes Herz. Das ist wichtig. Ihr dürft mal alle eine Intelligenzprobe erschwert um 5 machen.
Taran hat keine Erschwernis, weil er gerade keine Magie anwendet, aber ihr könnt eine Fertigkeit dazu nehmen, nämlich entweder verbotenes Wissen oder Else Logik. Ja, verbotenes Wissen habe ich. Dann habe ich es geschafft mit den drei. Mhm. Aber habe ich sowieso geschafft, ja. Ich habe es dann nicht geschafft. Mit einer 9 auf 12 und 5 erschwert, hätte ich eine 7 würfeln müssen. Das passt nicht. Okay. Ich habe es auch nicht geschafft. Warte noch auf Gwendolyn. Bestanden. Gwen und Taran, euch fällt etwas ein. Und zwar in dem Spiegel, den die Jägerin und der Förster gebaut haben, war unter anderem ein goldenes Feenherz verarbeitet. Das hattet ihr aus der Erinnerung von dem Kaninchen erfahren. Deswegen frage ich, was er mit der denn genau, mir war so, dass irgendwo Sinn wir macht, schon hatten, dass irgendwo so ein Viech getötet wurde. Ja, wenn es darum geht, durch räumliche Sperren zu springen. Okay. Also, ich glaube, wir sollten mit Bill nochmal reden. Braucht sie für die Feenpfade? Ja, soll sie dabei helfen oder braucht man das Herz dafür? Das Herz. Oha. Ja. Diese Feenkatzen sind eine sehr bedrohte Tierart anscheinend. Ja. Schlimmer als Feenrinder. Also wir werden jetzt hier nicht zulassen, dass irgendjemand einer Feenkatze ihr goldenes Herz stiehlt. Also das ist jetzt hier ganz klar. Aber das ist doch anscheinend die Voraussetzung, dass die Feenpfade. Ja, das ist jetzt dann halt, dann gibt es halt keine. Das habe ich mir auch gerade überlegt. Nachdem ich mir nicht sicher... Oh Gott, die Wand im Hintergrund. Ich müsste weiterarbeiten. Er zeigt so hinter euch. Ja, natürlich. Und da steht wieder so ein kleiner Gnom, der so ein bisschen von einem Bein auf den anderen tritt. Huch, ja gut, dann... wenn du noch eine Woche hier bist, im Zweifelsfall kommen wir nochmal auf dich zurück. Ja. Danke. Dann gehab dich mal wohl. Gute Reise. Danke. Spaß mit den zwei Gold. Bitte? Wird ihm viel Spaß mit den zwei Gold gewinnen. Ja. Ach so. Ja. Okay. Wenn wir mal kurz irgendwo aufpassen, dass man nicht über Gnome stolpert. Da sind mehrere kleine und auch sehr große Wesen unterwegs. Ja. Mhm. Aber ja, ich glaube, die haben Überlebenstechniken. Ich glaube, sobald jemand droht, auf einen zu treten, dann kreischen die mit einer Sirene. So tritt, gehst du dann so. Daran geht es sichtlich besser. Ihr seht auch gerade so einen großen Ogre an dem Baum, bei so einer kleinen Baumfee stehen und irgendwas erhandeln. Er ist einfach so groß, dass er direkt bei ihr stehen kann. Er muss die Leiter nicht hoch. Nee, es gab ja noch ganz so, noch kleinere Wesen als so ein Gnom, ne? Mhm. Ein Gnom, so groß wie eine Hand ist. Also, wollen wir denn erstmal irgendwo. Also, wir gehen doch jetzt da diese Straße. Nein, wir gehen erstmal Fleisch. Ich würde jetzt ganz gerne erstmal Fleisch kaufen gehen. Ich hätte jetzt sogar Kriegsrat halten, um jetzt irgendwie so ein bisschen. Wir gehen jetzt erstmal Fleisch kaufen. Willst du wirklich ohne Bildshilfe dahin? Ja. Okay. Wir haben doch alles, was man braucht. Ja, genau. Wir haben Gold, wir haben Else, wir haben mich, wir haben Fleisch. Ich habe den Oger gegeben. Vielleicht sollte ich mir noch eine größere Waffe zulegen, falls es schief geht. Kannst du denn Waffen benutzen? Ich habe mit einem rostigen Zweihänder ein Skelett kaputt gehauen. Ich glaube, nicht nur eins. Wo ist der rostige Zweihänder jetzt? Verrostet. Im Grab der Barbarenfürste. Und ach so, ja, das genau, ist ja, ich glaube, das ist schon so lange her, Schatz. Das ist ja schon nicht mehr wahr. Wolfshund, wie hießen die? Höllenhund. Ja. Und aber das Schwert hängt wieder im Tempel in Tywell. Ja, gibt's hier irgendwo einen Waffenschmied? Ja. Neben Silvan Zeppelin. Also nur so zur Orientierung. Wir haben in unserer Gemeinschaftskasse aktuell noch summa summarum 43 Gold. Was ist denn mit dem Rest? Ich sehe überall an dir ausgebeulte Stellen, wo ich immer klimpern höre. Was?
Der Rest ist, denke ich, meine Privatangelegenheit. Ich frag dich doch auch nicht, was du in deinen Unterhosen mit dir rumschleppst. Das wollen wir auch gar nicht wissen. Und wir wissen auch nicht, was Fridolin so alles an kleinen Edelsteinen produziert. Ja, doch nicht. Das ist ja gerade das Spannende dabei. Ja, aber wie ist das eigentlich? Kann man die dann ernten oder stirbt er dann? Die fallen mit Sicherheit irgendwann ab. Also schon, das immer ist wieder so. Nach. Und das ist Wunschding. Ich glaube, dass die dranbleiben. Dann weißt wird aber irgendwann so sehr groß und sehr schwer. Das ist dann so eine innere Rangordnung. Wer den bunteren Rücken hat, der hat eine höhere Position in der Hamsterpopulation. Genau. Der kann sich dann aber auch nicht mehr bewegen, weil genau, er wollte ich gerade sagen. So schwer braucht er auch nicht, wenn dann häufig Kristallhamsterweibchen kommen. Der Häuptling ist immer tot, weil die so schwer sind, dass sie ihn einfach platt gemacht haben. Vielleicht hat er dann seinen Hofstab. Der ist genau so ein bunter Hund wie unser Fee. Vielleicht solltest du Fridolin ein bisschen auf Diät setzen, bis wir verstanden haben, wie das funktioniert. Es wäre schade, wenn er sterben würde. Er ist so ein possierlicher kleiner Kerl. Genau. Ich wäre auf jeden Fall bereit, einen von meinen Rubinen oder Smaragden als Fütterungsversuch zu opfern. Weil du dann hoffst, dass er den multipliziert. Ich kenne dich doch. Möchten und weil wissen, es sehr wo du Rubin oder Smaragd hast? Während ihr das diskutiert, gehe ich mal zu diesem Fleischshop. Das können wir ja dann unterwegs machen, wenn wir dann abends rasten, dann können wir ihn ja mal so ein bisschen anfüttern. Ja, anfüttern, komm. Wie viel Fleisch möchtest du denn kaufen? Also erstmal möchte ich gucken, was sie so haben. Guten Tag, meine Dame, mein Herr. Guten Tag. Was ist eine das denn, Feen-Dame. Mit wem ich da spreche? Cool. Ich brauche Fleisch. Ente, Huhn, Lamm, Rind. Also Lamm nicht. Schaf. Nein. Bock. Nein. Reh. Auch? Sie haben nur der Neugierde halber, habt ihr auch Feenkatzenfleisch? Nein. Jetzt, nein, Taran. Das ist verboten. Da sind wir jetzt gerade auch beim Thema. Also Moment, habt ihr hier auch irgendwas, was nicht Fee hat? Also so normale Rinder? Maus, oder? Kaninchen, Fuchs, Reh. Hase, Hirsch. Moment, dann nehme ich einen Hirsch. Einen ganzen, bitte. Hirsch ist teuer. Einen ganzen? Nein. Ein Teil, wie viel denn? Hirsch ist teuer. Was ist? Moment. Was wäre denn billiger als Hirsch? Ja, Rind. Mäuse, Füchse. Kaninchen. Naja, am günstigsten Huhn. Ja, das müsste halt möglichst blutig sein. Es sollte sehr blutig sein, aber Rindfleisch ist ja rot. Rotes Fleisch, weißes Fleisch, Geflügel. Rotes, blutiges Fleisch. Haben wir so richtige gute Rinderrippen? Ja, durchaus. Gut. Wie viele? Dann nehmen wir davon 2 Kilo. Gut. Macht 2 Silber. Else? meinst du, wir kommen mit 2 Kilo hin? Ja, auch gerade mein Gedanke. Also na gut, dann machen wir noch einen Rinderschenkel dazu. Ein Fest. Na gut. Sie hieft so einen Rinderschenkel. Soll ich ihn klein schneiden? Ja, bitte. denn ich muss ihn ja auf meine 2 Gefährten verteilen. Die müssen ihn ja tragen. Holt so einen kompletten Rinderschenkel raus und fängt an, ihn in so kleine Scheibchen zu schneiden. Es dauert. Ja, klar. Die verkauft nicht nur die Metzger auch. Das finde ich. Dann bitte noch 2 Gold und 5 Silber. Else, es ist für einen guten Zweck. Also insgesamt 2 Gold und 5 Silber. Ja. Dann wuchte ich mir die Rippen drauf und dann verteile ich das andere in 4 Portionen und jeder von uns trägt noch eine Portion. Mhm. Während Gwen sich um das Fleisch kümmert und erstmal ausgiebig sich beraten lässt, welche verschiedenen Fleischsorten es gibt und so weiter und so fort, könnten Fergas und ich ja mal seine Idee aufgreifen und mal vielleicht beim Waffenhändler neben Zeppelins Laden einfach mal reinschauen. Weil vielleicht finden wir da ja etwas, was uns befähigt. Der hat jetzt auch diesen Gedanken bei mir reingepflanzt, weil ich bin ja jetzt noch unnützer, als ich es vorher schon war. Nicht wahr? Und vielleicht finde ich da ja etwas, was...
ich hau ihm hinten eins ein. Ich hau ihm du bist nicht da. Kopf. Du bist nicht da. So ein Glück. Vielleicht finde ich da ja etwas, womit ich wenigstens ein bisschen was reißen kann. Mhm. Ein Morgenstern. Eine Sekunde. Ja, also der in der Waffenschmiede gibt es auf jeden Fall alles mögliche verschiedene, auch einfachere Sachen wie eine Schleuder oder eine Keule, Dolch, Holzschwert, aber auch Sachen wie Speer, Morgenstern, Bogen, Kurzschwert, Handaxt, Langschwert, Streitaxt, Langbogen und auch zweihändige Schwerter und Äxte. Hat er denn auch besondere Sachen da? Also so sag jetzt mal so, muss ja nicht direkt magisch sein, aber irgendwie so. Ja, es gibt unterschiedlichste Auswertungen. Also manche sind sehr kunstvoll verziert oder mit einem schönen Holz eben. Manche sind besonders scharf geschliffen, also gute Auswahl. Es gibt auch günstige Sachen. Aber wenn ihr euch auf Magie konzentriert, dann seht ihr tatsächlich auch, dass es dort magische Waffen gibt. Mhm. Oh, dann... Das, wenn wir sie uns nicht leisten können, können wir ja trotzdem mal gucken. Ist ja sehr interessant. Wollt ihr Waffen kaufen? Ja. Ich habe vorher noch die Frage, gibt es denn auch sowas wie einen magischen Bogen oder sowas? Nee, Bögen gibt es tatsächlich gar nicht so viele. Der scheint weniger zu schnitzen und so aus Holz herzustellen, als jetzt irgendwie aus Eisen. Oder Metall, ja. Nee, dann würde ich mich, wenn es da nur Klingenwaffen gibt, würde ich mich weiter auf meinen Hüterdolch verlassen. Mhm. Beim Stab hätte ich jetzt gesagt, jo, den gucke ich mir an. Mhm. Aber der Quasi-Druide, der möchte zum Eisen greifen, merke ich, ja. Ich bin ein Hexer, kein Druide. Deswegen sage ich ja Quasi-Druide. Ah. Wenn ich jetzt handeln wollte, dann geht das wahrscheinlich irgendwie auf Charisma oder sowas, ne? Ja. Ja, dann lasse ich das lieber. Es sei denn, ich kann Schmieden, habe ich als Fertigkeit mit dazu nehmen. Ich kann ja versuchen. Ja, kannst du machen. Ich kann ja versuchen, für Fergas zu handeln. Ja, ihr dürft beide, wenn ihr wollt. Ja? Gut, dann versuchen wir ein bisschen zu handeln und... Auf Charisma? Ja. Ich hätte eine 10 gewürfelt. Ich habe Charisma 9, aber mit dem Schmieden zusammen wäre das eine 10 auf 12. Okay, ja, dann ist es schon also weniger. Zwei Punkte, gut. Ich möchte wieder das magische Schwert haben, also 3 Goldstücke habe ich dafür. Also jetzt ein bisschen weniger. Ich habe leider eine 17 gewürfelt bei Charisma 15. Okay, dann sind es 2 Gold und 8 Silber. Ja. Ich nehme mal an, dass da noch eine Scheide und irgendwie eine Gürtelhalterung oder sowas dabei ist. Ja, ist dabei alles. Ja, genau. Perfekt. Gut, dann bist du Besitzer eines magischen Langschwerts, das 1W8 Schaden macht. Plus 2 auf Trefferwürfe und Schaden. Perfekt. Den Schild hatte ich ja noch. Ja, Schild und Schwert. Das ist gut. Ja, ich werde das gleich umgürten, mich bei dem Händler bedanken und dann. Also ich, ganz ehrlich, ich habe ein Lederwams, aber eine Rüstung würde mir, glaube ich, nicht schlecht tun, denn ich habe nämlich nur AC 14, weil ich glaube, die AC beruht auf irgendwie Dexterity und da bin ich super schlecht. Also ich würde mir schon ganz gerne da was besorgen. Mhm. Was gibt's denn so? Lederrüstung, also Kettenhemd. Was bietet mir denn ein Kettenhemd? 4 Rüstungsschutz. Okay, dann jetzt ist die Frage, was bot mir das Lederwams? Lederrüstung sind plus 2 Rüstungsklasse. Also dann würde ich tatsächlich plus 2. Da gehe ich jetzt hin. Mhm. Hallo. Hallo. Ich finde diese Kettenrüstung total super. Ich würde sie gerne gegen mein Lederwams eintauschen. Kannst du machen. Dann sind es 5 Silbermünzen weniger und nur noch 70 Silbermünzen. Also 7 Gold.
Du, Else, 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 ich habe ja, hier eine ganz tolle Rüstung. Warte mal, lass mich doch dieses Kettenhemd einmal kurz anschauen und da lässt sich doch bestimmt noch irgendwas an. Und lass mich doch mal den Händler da bequatschen. Okay, das ist. Ich lenke noch kurz ab. Ihr guckt so interessiert auf dieses Schild. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass, ob das irgendwie von Interesse, aber ich habe schon eure Neugier bemerkt und Neugier, da kann ich durchaus was mit anfangen. Ist das denn magisch? Ja, ich habe bestimmt schon mal einen Blick darauf geworfen. Ich erinnere mich nicht dran, also wahrscheinlich nicht. Also ich glaube nicht, dass es magisch war. Genau. Moment, magisch? Dann gucke ich es jetzt an. Ja, ist nicht magisch. Nee, ich fürchte nicht. Es war ein altes Adelsgeschlecht hier aus der Nähe. Derer von Bärenhaupt? Das heißt, sie seien verflucht worden. Oh. Ja. Man sollte solche Geschichten nicht überbewerten. Es ist ja auch nur ein Schild. Gut, aber jetzt hier mit dem Kettenhemd. Ich hatte eine 3 auf 12. Ich habe eine 7 auf 16, 15. Okay, dann sind es nur noch 6 Gold. Hast du? Handel. Gut. Gwen ist Besitzerin eines Kettenhemdes. Meine AC hoch auf 16. Sehr weil gut. Es ist ja... Und Elfo darf nicht Geld wegstrecken. Du weißt, dass wir Zauberer nur eine von 10 haben, das Schild nicht mitgerechnet. Nee, aber, ich meine, es ist halt nur so, da ich immer vorne stehe, ich habe immer relativ viel abgekriegt. Also es hat wirklich wehgetan. Also. Ja. Ich habe übrigens immer noch nur 17 Hitpoints. Wie ist das nochmal mit Heilen in diesem System? Muss man mich aktiv heilen oder kriege ich das über die Zeit wieder? Über die Zeit. Okay, gut. Fergas, ich habe noch eine Idee. Wir haben doch auch hier eine Schneiderin gehabt, ne? Ja, die Lala. Vielleicht hat sie ja besonders gute, weite Gewänder, die auch für uns geeignet sind. Ich würde mir aber auch gerne noch so eine Lederrüstung oder so kaufen. Eine einfache Lederrüstung? Ja. Ja, dann kannst du die von Gwen zurückkaufen für 5 Silber. Dann kannst du die von deiner großen Schwester auftragen. Ja, Moment mal. Gibt es da nicht was Schöneres? Weil meine ist ja bestimmt, schon ziemlich abgeranzt. Bestimmt, die ist nicht so abgetragen, genau. Ja, also da... Also Gwen's wäre jetzt günstiger für 3 Silber und eine neue gibt es die ordentliche mit Feenrinderleder und sowas. Genau. Ja, schon was, die ja? kostet also mehr. Die kostet das Doppelte, aber hat dafür auch eine Rüstungsklasse mehr. Ja, und, okay, Wunder. Und ist sie auch schön verziert? Weil für meine Schwester sollte das auch schon gut aussehen. Die hat schöne Gerbungen drin, ja. Ja, wunderbar, das nehmen wir. Gegerbtes, schönes Feenleder für meine Schwester mit drei Dings. Dann hast du plus 3 Rüstungsklasse. Ich ziehe so an die rum und zuppel so und dann drehe ich dich mal so um. Ja. Mit Kettenhemd, Gwen, bist du schlechter in Schleichen und Verstecken. Das ist okay, das sind Sachen, die kann ich nicht. Taran geht zu Lala. Fergas und Gwen stehen da und diskutieren. Else steht so ein bisschen daneben und ist traurig über das viele Gold. Und dabei siehst du, Else, wie ein Feenmann gerade vor einem dieser Steinhügel steht und von so einem Gnomen so einen kleinen Trank bekommt, das trinkt, klein wird. Und in diesen Hügel geht. Und siehst natürlich auch, wenn du dich umschaust, also es wird überall ein bisschen gehandelt. Die Meerjungfrau, die Baumfeen, ganz normale Geschäfte eurer Größe. Ja. Wir wissen natürlich, was an der Flasche dran steht. Ne? Trink mich. Der Faun ist auch immer noch da. Ja. Und Taran... Ich schlender in die Richtung von dem Hügel, wo der gerade eingeschrumpft ist. Else wandert in die Richtung der Steinhügel. Taran geht zu Lala. Quen und Fergas, ihr seht, dass die beiden losgetrottet sind in unterschiedliche Richtungen. Folgen wir Else oder Taran? Wir teilen uns am besten auf, damit keiner von beiden Unsinn macht. Nimmst du links oder rechts? Was ist rechts? Ich würde eher auf Taran aufpassen wollen. Ja, ich gehe zu meiner Schwester nicht, dass die da jetzt irgendwas trinkt und dann da reinläuft und dann wird sie unerwartet groß und alles geht kaputt.
glaube, sie interessiert sich mehr für die Tränke, dass sie irgendwo anders rein kann. Dann schlüpft sie unter Türen durch oder durch Schlüssellöcher durch oder so etwas. Wenn sie so einen Ganz Trank ehrlich, hat. Da ist jetzt weder ich noch Else draufgekommen. Weder ich noch Gwen. Ich hatte echt gedacht, mein Gott, natürlich, klar, für sie ist es ja super. Also, das war Gwen so. Ist eine gute Idee. Gwen hat Intelligenz 16, aber ihre Spielerin nicht. Okay, ich sag, Else, was machst du denn hier? Genau, ihr beiden kommt gleich zu den Steinhügeln. Taran und Fergus, ihr kommt bei Lala an. Die begrüßt euch, bedankt sich nochmal ausführlich dafür, dass der Feenfürst jetzt wieder auf dem Schloss ist. Ja, und dann würde ich hier auch sagen, dass wir eben halt bei unseren Abenteuern, also erstens mal kann man unsere Kleidung auch ansehen, die ist schon sehr zerschlissen. Und durch die Kämpfe, die wir ausgefochten haben, auch sehr mitgenommen, hier überall so Flicken dran und alles nur notdürftig ausgebessert, wenn überhaupt. Da wäre die Frage, ob sie für... ob sie vielleicht auch, ich sag mal, Lösungen hätte für den magisch begabten Abenteurer, sich etwas besser schützen zu können. Also, ich habe, für natürlich verschiedenste Stoffe in allen Preislagen, und wenn ihr angefertigte Kleidung wollt, dann dauert das natürlich, ich müsste euch auch abmessen, auch das dauert. Okay. Aber wenn ihr etwas auf die Schnelle braucht, könnt ihr einfach drüben auf dem Tisch schauen, da stehen und sind unterschiedlichste Sachen und ihr könnt euch gerne eine Garnitur einfach aussuchen als Dank. Rüstungsschutz haben die Sachen nicht. Das ist nicht in Ordnung. Und das, was sie anfertigen würde, wäre das irgendwas Besonderes, irgendwas Magisches oder einfach nur schöner, netter? Einfach nur schön. Okay. Ja, dann würde ich mich einfach mal da umschauen, was sie da hat. Ja, also es sind jetzt nicht die aufwendigsten Sachen, eher einfache Kleidung, die da eben liegen, aus einfachen Stoffen. Es gibt auch ein paar buntere Sachen, es gibt aber eben auch dunklere Kapuzenumhänge, die man schnell drüber ziehen kann oder was ihr sucht. Sucht ihr was aus. Kurze Frage, haben die verschiedenen Städte oder Dörfer, haben die jeweils eigene Wappen oder irgendwie sowas? Nee. Das wurde alles zerschlagen, als die ganzen Adelsgeschlechter zerschlagen wurden. Mhm. Die Dörfer wurden ja neu gegründet mit dem und unterstehen quasi den Südlanden. Dann habe ich aber eine Bitte an Sie, ob Sie vielleicht für uns vier so Reiseumhänge machen kann. Also die man, so diese typische mit Kapuze und Umhang. Die liegen doch hier mit auf dem Tisch drauf, hast du doch gerade gesagt. Ja, pass auf, aber... Also, hat die Taube halt. Also das, der Feen. Genau. Ich hätte aber gern was Besonderes, was wir dann irgendwann abholen kommen, nämlich wie, also jetzt reden wir erstmal hier so von Tunika oder von Kleidung, die wir anziehen. Der Reisemantel, der kommt ja oben drüber. Die wir dann mit so einer Fibel oder womit auch immer mit einer Spange zumachen. Und da wäre die Frage, ob sie vielleicht für uns vier so in einheitlicher Farbe da was machen könnte mit einem Kirschbaum da drauf. Ja. Also braucht es wahrscheinlich 2 Wochen sowas noch mit anderen Aufträgen. Du kannst dir aber eine Farbe aussuchen. Also für die anderen Sachen könnt ihr so mitnehmen, die schenkt sie euch, aber für die Reiseumhänge wird sie halt einen kleinen Beitrag nehmen, weil sie das aus guten Stoffen macht, der auch wirklich Regen und Schmutz abweisend ist. Entschuldigung, wir bräuchten noch einen fünften für meine Cousine. Okay. Ja. Aber Farbe? Fergus, was hieltest du von grünen Reisemänteln oder Umhängen mit einem silbernen Kirschbaum hinten drauf. Ich hätte sonst überlegt, dadurch, dass wir so langsam uns zum Schützer der ganzen Herzlande, dass wir von jedem ein Symbol drauf machen, so. Das, Kirsche und... Ja... Das ist auch keine schlechte Idee. Und Nuss. Aber wir kommen nun mal aus Arbon, Ben. Wir kommen nun mal aus dem Kirschbaum. Ja, dann machen wir die vielleicht den Kirschbaum in die Mitte und die anderen drumherum? Ja, das ist auch eine Idee. Kann man da vielleicht etwas Besonderes einwirken? So einen magischen Stoff oder etwas in der Art? Den könnten wir ja vielleicht auch besorgen. Den könnten wir ja vielleicht auch...
Wenn ihr magischen silbernen Garten auftreiben könnt, kann ich daraus den Kirschbaum machen. Wo finden wir sowas denn? Gibt es das hier? In Hay nicht. Und wir sind der größte Feenmarkt. Wir schauen mal, ob wir sowas organisiert kriegen. Wir haben da vielleicht... ja, eventuell. Wir haben da Ideen. Ja, richtig. Gut. Ja, aber schon mal vielen Dank, dass wir uns hier nochmal ausstatten konnten. Mhm. Das mit dem Feenfürst, ja, das war natürlich eine... Das war selbstverständlich. Du bekommst einen tief dankbaren Blick. Ja, wir hatten die Gelegenheit, seinen kleiner Schrank ist es ja nicht mal, es ist ja ein kleiner Raum, den er dort hat, mit der Badewanne in der Mitte. Ich weiß nicht, ob du mal die Gelegenheit hattest. Vieles kommt von mir. Ja, das ist schon beeindruckend, was da alles so zur Verfügung steht. Das war, glaube ich, auch das Erste, wo er dann hin wollte, als er wieder zurückkam. Dort steht seine Badewanne. Ja. Und er hatte dann jetzt heute Morgen drei Kleider übereinander an oder sowas. Ja. Naja, er hat seine Kleider eben halt sehr vermisst, ja. Ihr könnt euch die nächsten bestimmt 10 Minuten, solange gerade kein Kunde am Stand ist, über den Feenfürst und seine Gewänder auslassen. Währenddessen steht Else schon vor diesem Steinhügel und so ein kleiner Gnom, der davor steht und ganz geschäftig tut, schaut dich an und sagt: Willst du was kaufen? Und Gwen kommt dazu. Was verkauft ihr denn? Glasperlen? Traumglasperlen? Oder... oder etwas gutes Fischwaschkraut. Was macht denn Wischwaschkraut? Entspannt. Ganz natürlich. Was kostet Wischwaschkraut? Ein Gold der Trank, um reinzuschauen. Und wenn ihr dann etwas wollt... 5 Gold pro Stunde. Wo reinschauen? Bedeutet so auf den Hügel hinter sich. Ein Gold, ach, nur damit ich da rein darf. Drin. Die Entspannung ist da drin. Sind da Fenster in dem Hügel? Oder nein, es sind so aufgetürmte Steinhaufen. Also okay. Elsa, das halte ich jetzt für keine gute Idee. Ich kann mir schon genau vorstellen, was da drin abgeht. Ich glaube, das ist eine Premiere. Ich glaube, das ist die erste gnomische Opiumhöhle, die ich in meiner Rollenspielkarriere irgendwie hier sehe. Ganz genau. Ein Wischwaschkrautloch. Das machen wir nicht. Ich schnupper so ein bisschen an den Eingang hin. Ja, es riecht süßlich. Dann vielleicht Traumglasperlen? Was wie funktionieren die denn? Man kann einen Traum in die Perle sperren, bei Aufwachen, wenn man sich gut erinnert, und wenn man sie zerbricht, wird er vielleicht wahr. Oh. Was kriegst du dafür? Eine kleine Perle, 5 Silber, eine große Perle, 1 Gold. Ist es abhängig davon, wie groß die Perle ist, wie viel Traum da reinpasst? Wie aufwendig der Traum ist. Wie unwirklich. Ich mache euch ein Sonderangebot. Ja, lass hören. 5 Glastraumperlen für 5 Gold. Nee, ich weiß ja gar nicht, ob das wirklich funktioniert. Gut, sagen wir 4 Gold. Hat ja auch nur gesagt, vielleicht funktioniert das. Also ich würde das nicht ausgeben. Wenn es nicht funktionieren würde, würde ja keiner bei mir kaufen. Wir sind hier eine feste Institution auf diesem Markt. Ja, aber die kaufen vielleicht ja nur einmal, das weiß ich ja nicht. Gib mir doch mal ein paar Namen von Kunden oder hast du Testimonials auf also irgendwo? Die... Referenzen! Ja, genau. Belana da drüben kauft gerne bei uns Traumglasperlen. Und er zeigt rüber zu dem Baum, wo die so eine Baumfee irgendwas verkauft. Die da oben. Die da so steht. Die an der Leiter. Ja, an der Leiter oben. Ich geh da mal hin und schau, ob die Leiter besetzt ist. Ne, ist frei. Kann ich raufkommen? Komm hoch.
Ich muss nicht viel hoch, weil das ist. Ich hoffe jetzt nicht, die möchte mich auch küssen. Musst also, drei wird anstrengend. Sie ist halt nur so klein. Sie besteht aus einer Blume und einem Kopf. Gar nicht creepy. Also so Blütenkelch quasi, wie so ein Kleid, und dann einfach so ein Kopf. Und Flügelchen. Delana? Ja? Ich habe eine Frage. Oh, mein da Ruf drüben... eilt mir voraus. Oh je. der Typ da drüben verkauft Traumperlen. Aha, ja, ich weiß. Der ist immer hier. Der wohnt hier. Er sagt, dass du... okay, gut. Er sagt, dass du eine seiner besten Kundinnen bist. Naja, beste nicht, aber ab und zu. Ein Träumchen. Und das funktioniert wirklich? Ja, ich hatte mir mal eine Katze gewünscht und dann bekam ich eine. Allerdings leider in großer, also in normaler Größe. Das hat mir nicht so viel geholfen. Ich musste dann ziemlich schnell weg. Ja gut, aber ich meine, die hättest du dir doch auch so holen können. Ja, ich wollte eine kleine in meiner Größe. Ja, dann hat es also nicht funktioniert. Ich hatte ja auch von einer großen geträumt. Ich sehe schon. Also, funktionieren tut es, also aber nicht immer so, wie man sich das wünscht, aber es funktioniert. Aha. Ich hatte auch schon mal ein wunderbares Festmahl. Nektar und Ambrosia. Ich hatte mir das beste Festmahl aus dem Wolkenreich gewünscht und das habe ich bekommen. Von Himmelsglöckchenhonig. Wow. Ich sehe schon, komm, dann träumst du vom Brandwind, nachher gibt's sie zweimal. Vielen Dank. Oder sie ist besonders groß oder extrem klein oder so. Möchtest du denn was bei mir kaufen? Was verkaufst du denn? Wahre Namen und Kristallblütenblätter für die Findung seines wahren Namens. Ach so, du kannst mir meinen wahren Namen sagen. Du musst ihn selber erfahren, es sind Kristallblüten. Ja, aber du hast gesagt, du verkaufst wahre Namen. Ich verkaufe die Kristallblütenblätter und wahre Namen von anderen Feenwesen. Ach so, nee, das ist ja gemein. Ach so, ja, nee, ich bin ja kein Feenwesen, also habe ich keinen wahren Namen. Na gut, nee, dann nicht. Ich kletter wieder runter. Es war schön, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Also ich gehe zu Else und ich sage, also pass auf, wenn du von irgendwas träumst, dann kann es sein, dass du tatsächlich sowas Ähnliches bekommst, aber es ist dann doch nicht das. Also zum Beispiel die da drüben hat von einer Katze geträumt, die sie unbedingt haben wollte, aber dann hat sie so ein riesen Vieh und dann musste sie davor weglaufen. Also eine normale Katze halt. Nein, das weiß sie ja nicht, sondern ich versuche sie ja davon abzuhalten, es zu kaufen. Also ich versuche das jetzt möglichst negativ darzustellen. Schade, dass ich gerade nicht da bin, weil das würde ich sagen, wir können doch jetzt einfach alle von Feenkatzen träumen, damit die Population wieder aufpeppt. Ja, aber gezieltes Träumen funktioniert ja nicht. Ja, aber stell dir das mal vor, ich meine, und dann träumst du dann irgendwie von einem riesigen Goldberg und dann wird der wahr und begräbt dich unter sich und du stirbst. Das ist keine gute Idee. Ich hüpfe von einem Bein aufs andere. Spiel so mit dem Kleingeld in meiner Tasche und... Ich habe mir mal einen Edelstein gewünscht und ich habe ihn auch bekommen. Für ganze 5 Stunden hat gereicht, ihn zu verkaufen. Ah so, Träume sind schon, das geht dann wieder weg. Eine Traumglasperle, bitteschön. Ja. Und erreicht dir eine Glaskugel, Glasperle. Was waren das? 5 Silber. 5 Silber, die kleine, 1 Gold, die große. Ja, eine kleine. Ich will das erstmal ausprobieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dem Ganzen traue. Ja, vor allem geht es ja nach 8 Stunden wieder kleine weg. Also, Kugel. Das ist kein guter Deal. Unterschiedlich. Kommt auf den Traum drauf an. Mhm. Dankeschön. Noch ein Wunsch? Ein bisschen Wischwaschkraut. Nein, ich denke, da haben wir uns den Standpunkt klar gemacht. Wir möchten kein Wischwaschkraut. Na, ist auch eher ein Liegepunkt. Danke, danke. Dann tschüss. Schönen Tag noch. Ja. Die beiden kommen gerade von Lala, ihr kommt von der Wischwaschkrauthöhle. So, wunderbar. Wenn ihr auch noch Kleidung braucht, dann könnt ihr bei Lala nochmal vorbeischauen. Klimper so mit meinem Kettenhemd nicht. Ich glaube, ich bin gut. Passt schon. Okay. Dann wollen wir sonst noch was ein. Also ich würde vielleicht für den Weg noch, dass wir bei Ticker noch ein bisschen Backwaren kaufen. Ja, Proviant. Hattet ihr, glaube ich, schon. Also ihr hattet Mehl und Feensiebe gekauft. Könnt ihr gerne auch noch was zu essen bekommen. Brezen.
In Brote. So mit Körnern drin. Brot und Brot. Und? Brot. Brot. Ja. Bekommt ihr mit. Gut, wunderbar. Das ist uns abends eindenken. Ja, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen gehandelt haben und hin und her, was für eine Tageszeit haben wir denn jetzt? Müsst ihr mittags? Später Nachmittag. Später Nachmittag. Oder Nachmittag, also so gegen 4 irgendwas rum. Das ist später Nachmittag. Ja. Kommen wir denn da noch hin? Oder wollen wir nochmal übernachten? Ja, der Weg, den er beschrieben hat, ich meine, wenn wir uns den Weg vergegenwärtigen, den der junge Mann da jetzt beschrieben hat, ist das dann die Blutbuche, die Fergas schon kennt? Die Bluteiche, nee, die müsste weiter weg sein, aber ihr kennt den Tempel. Genau. Hm? Sonst würde ich sagen, dass wir schon mal, dass wir den Tempel heute noch erreichen, dann da übernachten. Der ist eine halbe Stunde weg. Ach so. Ah ja, okay, gut, dann würde ich sagen, laufen wir los, oder? Ja. Gut. Ja. Auf geht's, Kinder! Wie geht's dir jetzt, Taran? Ein bisschen besser. Also, weißt du, das ist die Baumfeder. Und ich bewundere so meinen Armreif und so, ja. Weißt du, die Baumfeder oben, die hatte echt Pech. Die hat da so eine komische Traumperle verwendet, weil sie wollte eine Katze haben. Und dann kam die Katze und es war dann ein Riesenvieh. Und dann musste sie ganz schnell laufen. Das hätte ich gern gesehen. Sie ist nämlich eigentlich nur eine Blüte. Mhm. Ich habe gar keine Füße gesehen. Wahrscheinlich ist sie ja geflogen. Sie hatte auch keine Flügel. Vielleicht ist das auch alles nur Blabla. Weiß. Ich traue ja hier niemandem. Ja. Was hat die denn verkauft? Dafür, dass du aber dann so frei heraus erzählt hast, oh hier, du Lehrling vom Schwarzmarktchef, wir haben so viel Gold. Ja und, warum? Ja, es wird wohl keiner Else ausrauben. Dann erzähl doch nicht, ja, einfach nein, also, irgendwo gerade so einer Person. Niemand würde uns Geld klauen. Was die verkauft hat, so Kristalle irgendwie, und dann kann man den wahren Namen eines Feenwesens rausfinden. Also alles nur sinnlos. Wahren Namen? Das, Schrei doch nicht so. Ich stehe direkt neben dir. Das muss ich mir merken. Wald. Guck mal, der schon ein bisschen das muss ich mir merken. Vielleicht, ja, ihr seid unterhaltet euch unterwegs. Vielleicht, lerne ich ja mal jemanden kennen, der zaubern kann, den kann ich dann davon berichten. Aber warum würde man den wahren Namen von jemandem erfahren wollen? Der wahre Name gibt einem furchtbar viel Macht über jemanden. Ja, aber du möchtest doch nicht machen. Ja, vielleicht sollten wir uns das nochmal überlegen, ob wir dir die Magie wiedergeben wollen. Das ist, Du machst nur Schindluder damit. Ich mache überhaupt nicht nur Schindluder damit. So dieses, ja, wahren Namen von jemandem magisch, und da habe ich die totale Kontrolle über den. Schwarzmagisch. Da geht nichts, das geht nicht über Kontrolle. Du denkst immer nur an das eine, du bist verdorben. Gar nicht. Du denkst direkt an Kontrolle und Leute unterdrücken. Du hast gerade erzählt, dass nein, ich habe gesagt, das wahre Namen jemanden dir Macht über jemanden geben. Ja, eben. Wie sollte man das wollen? Ich meine... Die Nymphe Seida hatte euch angeboten, dass sie euch den wahren Namen vom Feenfürst gibt gegen sein Blut oder so. Ja. Ja, das klingt alles gar nicht gut. Das macht man nicht. Das mit dem wahren Namen machen wir nicht. Ja, ein paar wahre Namen kenne ich ja auch. Ach ja? Weil darüber funktioniert nämlich der unsichtbare Diener. Hm. Dafür musst du den wahren Namen von Elementen und Geistern zu kennen, ja. Ah, oh, okay. Und die haben alle denselben? Also jedes Element? Oder ist dann da in jedem Element einzelne Wesen und die haben alle einen anderen wahren Namen? Also verstehst du, was ich meine? Also ich habe hier, ich kenne... Die von den 5 Elementen kann ich hier immer einen Geist beschwören, weil ich von denen den wahren Namen kenne. Das ist ja toll. Ja. Ich finde es ja schade, dass wir keine wahren Namen haben. Das wäre irgendwie cool. Wir haben doch wahren Namen. Die hat mir nicht gesagt, dass sie mir meinen eigenen wahren Namen sagen kann. Ich wollte ihr den abkaufen. Sie hat gesagt, nee. Die Kristallblütenblätter zeigen einem den eigenen wahren Namen und sie verkauft wahre Namen von anderen, die ach Mist, das handelt ich mit wahren verstanden. Namen. Also du könntest ihr auch deinen wahren Namen verkaufen.
Würde ich aber nicht so raten. Auf dem Rückweg werde ich da nochmal vorbeigehen, mir so ein Kristallblütenblatt besorgen. Ich will wissen, wie ich eigentlich wirklich heiße. Ja, aber trotzdem ist das wieder so ein Wissen, was man vielleicht irgendwo, vielleicht sprichst du im Schlaf oder jemand wirkt einen Zauber auf dich und verrat mir deinen wahren Namen. Und wenn du den selber nicht kennst, dann kannst du ihn auch nicht verraten. Ich glaube ja, dass aber jeder ist seinen doch wahren Teil Namen meiner kennt. Selbst. Also ich fände es schon wichtig, dass ich genau weiß, wer ich bin. Ihr erreicht den Tempel tatsächlich ohne Ogre. Also kein wunderbar. Gurun zu war, sehen. Er war doch ganz nett eigentlich. Das war doch der sich gerne so angeschaut hat. Mhm. Den machen wir ja in den Spiegel besorgt, bei der großen Kröte. Ja. Und der Tempel liegt immer noch da. Okay, wenn der jetzt weg Glück. Ist. Wenn der jetzt weg ist, dann hat die Kröte jetzt hoffentlich nicht den Spiegel zurückgeholt und ihn gleich mit. Ja, ich glaube, dass er doch irgendwo etwas gegen die Kröte, also noch besser unternehmen kann als wir. Ich muss sagen, ich fand die Kröte ziemlich eklig. Ich habe in ihr drin gesteckt, also ich möchte das jetzt nochmal. Oh nein, jetzt ist die Erinnerung wieder da. Oh Mann, oh. Du brauchst so eine Traumperle und dann träumst du das da rein und dann verbergen wir die Perle und dann hast du es vergessen auf alle Zeit oder so. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Wenn man was hätte, wo man seine schlimmsten Erinnerungen reingießen kann und dann sind sie weg. Wie die blaue Rose des Vergessens zum Beispiel. Ja. Das hatte dir die Meerjungfrau angeboten. Sie würde dir eine böse Erinnerung nehmen. Nein, genau. Nein. Sie würde eine gute aber auch. Also sie würde das war alles nicht so. Das war ein ganz schlechter Deal. Weil vielleicht funktioniert das mit Wischwaschkraut ja auch. Ja, für die Wirkungsdauer wahrscheinlich, ja. Gut, okay. Keine macht den Drogen. Ob Drogen wahre Namen haben, aber lassen wir das Thema. Ja, Wischwasch ist schon so der richtige Name. Aber weißt du, das ist voll teuer. Zuerst zahlt man nur, um reingehen zu dürfen und so ein bisschen einzuziehen. Und dann muss man nochmal rausgehen, nochmal nachlegen und dann darf man 5 Stunden drin bleiben. Das ist der volle Nipp. Hör auf die Volksweisheit. 1 Stunde für 5 Gold, ja. Achso, 1 Stunde für 5 Gold. Ja, genau, Volksweisheiten, sehr richtig. Helft mir noch mal ganz kurz auf die Sprünge. Der Tempel der Büder ist es hier, ne? Nee, jetzt wollte ich schon Perreine sagen. Brigitte. Perreine, Brigitte. Ja, von dir auch, ja. Ist alles dasselbe. War da nicht jetzt noch irgendwas mit der Statue in der Mitte oder der Säule in diesem Tempel? Ja, die Statue, die hatten wir in dem Feenfürstenschloss ja neben den Sockel gestellt, weil die zu schwer war, um sie mitzunehmen. Aber ich habe das Ei mit dabei, deswegen. Genau. Daran habe ich nämlich gerade gedacht, dass da auch irgendwas mit dem Ei und den Gänsen da jetzt eine Rolle spielen könnte. Genau. Ich würde testhalber, ich würde gerne hierbleiben erstmal, dass wir uns halt. Wird ja auch bald dunkel oder so. Ja, es ist jetzt 5:30. Lager aufschlagen. Klingt komisch, aber dass man halt über Nacht das Ei dort auf diesen Sockel legt. Also die Figur habe ich jetzt nicht mit, aber dass vielleicht irgendwas passiert, wenn das Ei jetzt hier ist. Versuchen kann man's. Ne? Mhm. Also. Kurze Frage, wenn wir uns jetzt vor Augen führen, die Wegbeschreibung hin zum Feen-Schwarzmarkt da. Mhm. Wie lange brauchen wir denn jetzt noch von hier aus? Wisst ihr nicht genau, aber er hat gesagt, genau bis zu diesem Tempel und dann den Trampelpfad hinter den Tempel rein, bis ihr an den Stein mit einer Markierung eines Herzens kommt und der führt euch zur Bluteiche und von da findet ihr den Weg. Und da war noch die Sache mit den Wächtern, deswegen auch der Gedanke hier eben tatsächlich die Nacht zu verbringen und eher morgen früh zu gehen, nicht dass wir dann im Dunkeln im Wald stehen und den Stein mit dem Herzchen suchen oder dann den Wächtern gegenüberstehen. Vielleicht sind die nach einer langen Tagschicht oder auch etwas schlechter gelaunt oder so. Also habt ihr jetzt noch so ungefähr 3 Stunden Helligkeit. Ja, siehst du. Denn ich würde jetzt noch etwas anderes machen. Mhm. Ich würde nämlich jetzt ein Stück in den, also mich verabschieden sozusagen, ein Stück in den Wald hineingehen und dann Silberteller und die ganzen Zutaten auspacken, um das Ritual Vertrautenbinden durchzuführen. Mit den Gegenständen, die ich ja organisiert habe. Und letztendlich ist ja eine Chance da, dass sich der Feenlöwe noch irgendwo hier in der Gegend befindet. Und grundsätzlich wäre der zweite Gedanke, wenn wir einen Feenlöwen haben,
Feenlöwe ist ja auch wie Feenkatze und nicht, dass der sein goldenes Herz für unsere Feenpfade hergeben muss oder so. Aber ich verstehe das schon richtig. Du willst ihn an dich binden, du willst also seinen Willen brechen und ihn dir untertan machen, ja? Es ist etwas, was auf Gegenseitigkeit beruht. Das ist nicht in eine Richtung mit dem Vertrauten. Ich muss noch mal gucken, wo ich jetzt dann das Ritual, die Beschreibung gelassen habe. Und damit er dich gut findet, erstmal schön mit Wischwaschkraut zudrücken. Ne? Der Magier muss einen geeigneten, ruhigen Ort finden und dort auf einem silbernen Teller den Kot der Tierart, die er anlocken möchte, verbrennen. Zusammen mit Weihrauch, seltenen Kräutern und Nahrung, die das Tier verzehren würde. Befindet sich ein passendes Tier in einem Umkreis von 15 Kilometer, wird es dem Ruf folgen und sich dem Magier am Ende des einstündigen Rituals nähern. Das Tier ist allerdings noch nicht sein Vertrauter. Genau, es muss mit Fürsorge und Zuneigung behandelt werden und darf nie von ihm getrennt sein, ehe es als sein Vertrauten bezeichnet werden kann. Ja. Genau. Ich würde mir etwas von dem Fleisch auch noch nehmen, was wir eigentlich für die Wächter gekauft haben. Mhm. Um vielleicht so noch ein bisschen was füttern zu können und jetzt noch irgendwie ein, hatten wir einen Bach oder sowas in der Nähe? Stimmt, findet ihr was. Ja, dass ich noch irgendwie ein Wasser zum Trinken dann irgendwo und, das ist noch nicht der Vertraute. Ich würde das Ritual, wie gesagt, so ein Stück in den Wald hinein dann durchführen. Mhm. Im Endeffekt in, vielleicht auch in Rufweite zu den anderen. Also ich möchte das gerne alleine machen. Im Zweifelsfall dann auch irgendwie dort ein Lager aufschlagen, dass ich dann schon mal so ein bisschen was vorbereite, irgendwie weiches Moos zusammentrage, dass halt der, wenn das jetzt funktioniert, ne, dass der Feenlöwe dort irgendwo, dass ich dem einen Platz einbieten kann, ich habe was zu essen und zu trinken für den, um dann hier irgendwie so ein bisschen Kontakt aufzunehmen. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, auf einem Baumstumpf oder sowas, wenn es sowas gibt. Ja, im Wald. Oder irgendwie einen flachen Stein oder so, dass man dort dann halt das dann durchführt. Gut. Fergus ist im Wald verschwunden. Was macht der Rest eine Stunde lang? Wird mir mein Pfeil und Bogen, die ich da gefunden habe, mal zur Hand nehmen und versuchen, so ein bisschen zu üben, wie man anlegt, wie man zielt und vielleicht auch zumindest mal mit ein, zwei Pfeilen versuchen, auf eine bestimmte Stelle an einem Baum oder so zu zielen. Okay. Und ich würde mit meinem Armreif so ein bisschen rumspielen. Mich da immer wieder mal unsichtbar machen. Und daran verschwindet, taucht auf. Ja, und dann auch ab und zu mal so unsichtbar so ein bisschen rumschleichen und ja, darauf achten, dass ich nicht gesehen werde. Also einfach mal gucken, was ich tun kann, um trotz des Armreifs, den es da so gibt, nicht gesehen zu werden. Mhm. Aber lauf mir nicht hier in meine Pfeil- und Bogenbahn, bitte. Das wäre jetzt echt blöd. Okay, also ihr beiden übt. Was macht Gwen die Stunde? Gwen wird tatsächlich ein bisschen rumlaufen und sich umgucken, was es da so in der Umgebung gibt und so ein bisschen die Gruppe bewachen. Okay. Und dabei sich keine Mühe geben, leise zu sein. Sie klonkt da rum. Ja. Dann, ihr seid mit Üben beschäftigt, was tatsächlich, ja, Else, am Anfang läuft es noch ein bisschen holprig, aber du merkst, dass du dein gewisses Talent wohl dafür hast und recht schnell besser wirst. Taran versucht, sich hinter jeden Busch und Baum einmal so hin und her zu schleichen und versucht dann mit einer Rolle so zwischendrin vom Busch, während er die Rolle macht, unsichtbar und dann hinterm Baum wieder sichtbar. Ja, probiert da verschiedene Taktiken. Gwen findet tatsächlich sogar ein paar essbare Pilze während auf ihrem Rundgang. Und Fergus, du führst dein Ritual durch, um dich rum die Geräusche des Waldes, ab und zu ein Knacken von einem kleineren Tier im Unterholz. Ansonsten ist es tatsächlich recht still, wenig Singvögel, die mit der Dämmerung lauter werden. Und als du
nach einer Stunde zum Ende deines Rituals kommst, hörst du das Knacken eines lauteren Tiers und der Kopf eines Feenlöwen schiebt sich durch das Gebüsch und schaut dich misstrauisch an und ihr starrt euch einige Sekunden, Minuten lang einfach nur in die Augen, bis er seinen Kopf senkt und gemütlich zu dem Teller trottet, um deine Speisen zu verzehren. Ich versuche so ein bisschen auf ihn beruhigen, dass er sich schon mal irgendwie an die Stimme gewöhnen kann. Ist es denn genau, ich meine, so viele Feenlöwen wird es ja nicht geben. Es wird wahrscheinlich genau der sein, den wir da schon... Ja, also es ist eine Feenlöwin, aber ja. Mhm. Schön, dich wiederzusehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du, ich sag mal, menschliche Sprache so verstehen kannst, aber vielleicht ist das etwas, woran man sich gewöhnen kann. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen dort. Vielen Dank übrigens, dass du diese Rüstung erledigt hast. Die hätte uns vielleicht noch Probleme bereiten können. Und sie frisst und schaut währenddessen so ein bisschen zu dir hoch, spitzt die Ohren und du merkst, wie sie mit den Ohren so spielt. Mhm. Und sie lässt sich von dir noch nicht berühren, aber sie scheint in deiner Nähe zu bleiben. Wenn du magst, kannst du bleiben. Ich würde mich freuen, wenn du die Nacht hier mit... Ich habe dir schon ein Lager bereitet. Und so dann quasi so dieses mit der Hand, mit der flachen Hand so drauftapsen, also das anzeigen, dann halt so ein Stück zur Seite gehen, mich quasi daneben setzen, dass sie sich dazulegen kann. Ja. Dass ein bisschen Abstand ist vielleicht. Macht sie, guck dich an. Ja. Und dann, ich weiß nicht, ich werde mit ruhiger Stimme ihr noch so ein bisschen was erzählen einfach. Vergas erzählt aus seinem Leben. Ja, so oh je, die arme Katze schläft ein. Ja, das wäre doch gut. Ja, sie liegt da einfach und hat entspannt den Kopf abgelegt und du siehst nur, dass sie deiner Stimme folgt, indem sie ab und zu mit den Ohren mal woanders hinschaut, wenn es irgendwo knackt und die Aufmerksamkeit wieder dir widmet. Gehst du irgendwann zurück zu den anderen? Oder wie lange verbringst du dort? Jetzt dann irgendwo, irgendwann höre ich dann auf zu erzählen, würde mich dann so daneben legen. Was heißt daneben legen? Nein, also noch ein bisschen abwarten, ob die sich jetzt so zusammenrollt und dort schläft, oder? Guck dich weiter an. Ich würde jetzt dann demnächst auch wieder zu den anderen zurückgehen. Ich meine, du kannst natürlich gerne mitkommen. Du kennst die anderen drei ja auch schon. Die drei anderen Menschen, die mit im Schloss waren. Ja, sie hebt den Kopf. Ja, dann stehe ich auf und gehe mal so ein paar Schritte rückwärts, ob sie auch aufsteht oder... Ja, wenn du zu weit weg gehst, dann folgt sie dir. Du merkst, als du aufstehst, so ein bisschen die Anspannung wieder in ihrem Körper und wenn du dann wirklich ein paar Schritte weiter gehst, dann erhebt sie sich auf und folgt dir langsam. Vielleicht sollten wir dein Bett mitnehmen. Dann kurz irgendwie das gesammelte Moos und so weiter einsammeln und dann langsam Richtung Tempel gehen. Dann seht ihr anderen drei in euren Übungen und Rundgängen, wie Fergas mit Feenlöwen aus dem Wald kommt. Huch! Das Löwe, erschieß ihn! Das treffe ich nicht! So ein Löwe, so ein riesiges Ding. Das treffe ich nicht. Wie heißt er denn? Das Na, wissen Mäuslein? Wir doch schon. Clotilde. Ja, ich glaube, dass das... Clotilde? Ja, so hatte der Feenfürst die genannt. Also Clotilde ist ein ganz schlechter Name für einen Löwen. Ich werde sie bei... ich könnte sie fragen, aber ich würde jetzt hier erstmal, dass wir im Tempel irgendwo... Ich baue hier erstmal ein Lager, wo sie sich hinlegen kann. Genau, es ist ja abends. Ich könnte tatsächlich nochmal den Zauberwirken mit Tieren sprechen. Um mit ihr dahingehend noch so ein bisschen zu kommunizieren. Die Frage ist, ob da irgendwo dann da was herauszukriegen ist. Jetzt bräuchte man so ein Kristallblättchen, so ein Blütenblättchen, um den Wachnamen herauszufinden. Aber das ist schon okay. Ja, und dann einfach
versuchen tatsächlich mit diesem Zauber nochmal in Kommunikation zu treten, was sie gerade empfindet oder ihr auch zu vermitteln, dass ich es gut mit ihr meine. Mhm. Ich habe eine 4 gewürfelt. Wunderbar. Ja, du merkst, wie eure Gedanken verschmelzen. Es scheint am Anfang noch ein bisschen scheu zu sein, aber lässt sich dann drauf ein und zeigt die Bilder, wie sie am heutigen Tag und beim letzten Tag durch den Wald gestreift ist und mal was Kleines erlegt hat oder so. Und dann siehst du aus ihrer Perspektive, wie ihr euch beide getroffen habt. Ist die Frage, das ist jetzt eine reine Kommunikation über Bilder, ne? Mhm. Ich zeige mal das Bild, wie ich meine Hand ausstrecke und vorsichtig sie berühre, sodass halt ich die Distanz verkürze, sodass sie, ich weiß nicht, vorsichtig, dass sie dran schnuppert oder also den Geruch dann wahrnimmt oder vielleicht sogar sie anzufassen, einfach nur um sie vielleicht darauf vorzubereiten und jetzt eben eine Reaktion abzuwarten, ob sie dann davor schon zurückschreckt zu diesem Moment. Du zeigst das Bild und dann spürst du tatsächlich die Fellnase in deiner Handfläche auch. Ja, ich würde versuchen, die zu streicheln, also vorsichtig und dann... Ja, lässt sie, sie scheint sich noch nicht ganz sicher zu sein, aber sie lässt sich berühren. Mhm. Und dann trottet sie auf ihr gemachtes Bett und legt sich dahin und legt wieder den Kopf so auf die Pfoten und guckt, was ihr alle macht. Sie scheint euch alle vier im Blick zu behalten. Fergus hat so ein zufriedenes Lächeln auf dem Gesicht. Aber hat jemand Abendbrot gemacht? Ich hätte Hunger, einen Tee aufgesetzt vielleicht. Ich hab hier Pilze. Ja, Pilze schon mal gut. Wir könnten irgendwas kochen. Ja, also kochen los. Kann ich nicht. Ja, wenn ich koche, ich könnte... Kriegt der Löwe jetzt einen eigenen Teller oder wie also ist er das kriegt jetzt? Nichts von dem Fleisch, denn das brauchen wir, dieses blutige Fleisch brauchen wir, um mit diesen Leuten da zu reden, die also ja, uns da ja, abholen das, wollen. Ich hab hier schon was gegeben. wenn ich Kochen durch Brauen ersetzen kann, kann ich... ja, nein, wir wollen jetzt hier keinen Pilzmet machen. Ihr habt alle Wildnisleben und ihr seid jetzt seit lang genug auch schon unterwegs. Ihr könnt Essen machen. Ja. Okay, außer ihr wollt irgendwas ganz Spezielles machen oder sowas. Nö. Aber ansonsten, es wird ein wunderbares, eine wundergute Pilzsuppe mit den Kräutersaiblingen und dem Mehl gestreckt. Schmeckt sehr gut. Ich habe eine 17 über 18 gewürfelt. Das ist ein Success. Ja. Also ja, ich vergifte euch nicht mit beidem Pilzragout. Gut, alles klar. Gut. Es gibt und ich würde natürlich, hätte ich vielleicht vorher schon gemacht, halt das Gänseei auf das Podest legen. Du legst das Gänseei auf das Podest und in dem Moment hörst du ein Knacken. Und ein Sprung geht durch die Schale. Zum Glück nicht durch den Tempel. Jetzt habe ich zwei oder was? Ein zweiter Sprung geht durch die Schale. Und ihr seht, wie ein ziemlich hässliches Geschöpf erstmal einen Kopf aus dem Ei steckt. Ja, hallo. Jeder, der schon mal Babyvögel gesehen hat, weiß, dass sie am Anfang noch nicht so wahnsinnig hübsch sind. Es liegt so dunkles Gefieder, wo man noch nicht ganz die Farbe erkennen kann, dicht und nass am Kopf und ein riesiger Schnabel schaut da raus und ihr werdet aus wachen Augen angeguckt und der Kopf rückt so hin und her. Der Rest der Schale wird kaputt gemacht und auf dieser Säule, der in dem Brigitte-Tempel sitzt, ein ziemlich großes Vogelküken. Fergus, das ist dein Department. Das ist fast wie eine Gans, nur anders. Es ist größer als eine Gans. Es geht euch, also das Küken ist es ungefähr so groß wie eine Gans schon, ja. Kann man erkennen, was das für ein Tier ist? Ihr habt ja die Feenwesen-Enzyklopädie, das heißt, ihr dürft Intelligenz plus 2 würfeln. Ja, dann blättern wir doch gleich mal nach. Also es ist schon ein Vogel oder so, ja? Ich habe eine 10 gewürfelt. Wunderbar. Ja. Ich habe eine 7 gewürfelt. Okay, dann wisst ihr sogar mehr. Es ist definitiv ein Riesenvogel. Der ist ziemlich groß, der schaut nämlich nicht aus wie eine Gans und er ist jetzt schon so groß wie eine Gans. Also schaut eher aus wie so ein, eher Richtung Raben oder
Adlerküken oder so. Ein Riesenvogel, wisst ihr, sind große geflügelte Bestien aus Legenden. Und das könnte ein Roch sein. Ein Roch hat eine Flügelspannweite, wenn er ausgewachsen ist, eines kleinen Schlosses und kann mehrere ausgewachsene Pferde zwischen seinen Klauen tragen. Ach du Scheiße, das hab ich gemacht. Ihr wisst aus alten Legenden, dass früher mal Zwerge vor einem Waldbrand gerettet worden sein sollen oder auch bei ihrem Auszug aus dem Land durch die Mauer. Das könnt ihr in dem Buch nachlesen. Und er hat sie fortgetragen. Und ihr wisst aber auch, dass wenn ein Riesenvogel im Dorf erscheint, hoffe, dass ein freundlicher Magier ihn beschworen hat. Wenn nicht, bleib im Haus, denn es ist viel einfacher, eine Herde zu ersetzen, als ein Ehemann oder eine Ehefrau. Das war so nicht geplant. Was frisst denn ein Roch? Ganze Rinder, ja, hast du gerade gelesen. Also ich weiß nicht, ob man das Bild sieht. Wahrscheinlich nicht wieder. Nee. Du bist jetzt unsichtbar. Genau. Also es ist ein gigantischer Vogel, der in seinen Klauen drei Elefanten trägt und im Schnabel, also er frisst Fleisch. Okay. Das war doch ein Gänseei. Wieso kommt er jetzt? Wie wäre es, wenn du es großziehst, bis es soweit ist, dass es alleine fliegen kann und dann bringst du es zu einer Klippe und sagst, flieg, mein Freund. Wir könnten es Taran kriegt einen Schlag auf den Hinterkopf. Dann könnten wir über die Lande fliegen, alle fünf, sechs. Die Feenlöwin peitscht mit ihrem Schwanz. Also, Momentchen. Nicht eifersüchtig werden. Du bist auch noch dran. Ich gehe jetzt mal zu dem Kleinen hin. Also, naja, zu dem Großen. Der Kleine ist groß wie eine Gans. Ich gehe mal zu der Feenlöwin zurück. Ich streiche ihn mal so über seinen Schnabel. So, junger Mann. Zuckt so ein bisschen kurz zurück und dann fängt er an, seinen Kopf in deiner Hand zu reiben und dann fängt er an, sich gegen dich zu lehnen und zu reiben, sodass er fast runterfällt. Und du ja, weil er möchte sich abtrocknen. Ich werde mich dann... Ich werde das da zulassen und so und dann werde ich sagen, so junger Mann, wie heißt du denn? Ich bin... ich hätte jetzt fast gesagt Keilche. Nein, ich bin Gwen. und wirkte du bist... mein Zauber noch? Nee, ihr habt ja schon gegessen und alles. Also pass auf, das da drüben ist Taran. Und das da ist meine Schwester Else. Und das ist Fergas. Er streckt seinen Hals lang und macht den Schnabel unter dir auf. Ja, dann mach ich so. Er klappert mit seinem Schnabel und macht den Schnabel wieder weiter auf. Füttern. Wir haben so viel Fleisch. Ja, aber das ist doch dafür, damit wir nicht auf dem Feen-Schwarzmarkt gefressen werden, dachte ich. Wir können morgen früh noch mal zurückgehen und Fleisch kaufen. Ja, aber da müssen wir deiner Löwin auch was geben, weil das geht so nicht. Also ja, ich gehe jetzt mal her und ich nehme jetzt einfach mal zwei Rippen und du kriegst eine Rippe für deine Löwin. Der ist ja noch klein, der braucht noch keine ganze Rippe. Sag mal, entschuldige, Fergas, also ich meine, ich finde das echt toll und bewundernswert, ne, dass du so gut mit Tieren umgehen kannst und so. Und ja, hier ein echter Feenlöwe. Wow. Aber könnte der uns jetzt auch schon irgendwo hinbringen? Sie ist ausgewachsen, ja. Aber das mit der Freundschaft, das muss ich erst aufbauen. Das ist wie ein zartes Pflänzchen, was gepflegt und gegossen werden möchte. Und, Weil ich hätte jetzt dafür plädiert, dass wir, wenn wir mit der Löwin reisen können, dass wir vielleicht irgendwo hinreisen auf die Schnelle, wo wir den kleinen Rock in Pflege geben können. Weil ich weiß jetzt nicht, wie wir ihn jetzt weiter auf der Reise betreuen sollen. Braucht der uns denn? Das Baby. Ja, zum einen das und zum anderen würde ich vermuten, dass mit etwas Pflege und Vertrauen, Freundschaft aufbauen, er lernen kann, dass halt Menschen nicht zum Fressen da sind. Das wäre wunderbar. Es ist ja schon Dämmerung und tatsächlich steckt Fridolin jetzt so ein bisschen den Kopf aus der Tasche.
Und guckt sich verschlafen an. So ein Löwe, ein Riesenvogel, guckt so. Oh, oh. Ich gehe mal zum Feuer zurück und kraul ihn da so und versuche, ihn so ein bisschen vor den Blicken der gierigen Fleischfresser abzuschirmen. Ja, das machst du und dann merkst du irgendwann, du schirmst ihn so ab und streichelst ihn ein bisschen, dass sich so ein kleines Felsbröckchen von seinem Rücken löst. Du hast so eine kleine Steinkugel in der Hand. Mhm. Oh. Was ist das denn für ein Stein? Grauer Stein, nicht besonders. Schaut ein bisschen aus wie... Ja, es ist vielleicht ein bisschen rötlich. Also es könnte sowas sein wie ehemaliges Kamingestein oder ehemaliges Gasthausgestein. Das ist jetzt interessant. Was ist denn, wenn ich ihm das wieder hinhalte? Frisst er das dann wieder? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, hast du fein gemacht. Er schaut dich ziemlich stolz an. Guck mal hier, der Stein, guck mal hier. Er läuft ganz aufgeregt um seinen Stein rum. Als ob er ein Ei gelegt hätte. Vielleicht kann man es ausbrüten. Vielleicht vermehren die sich so. Ja, und es ist bereits Dämmerung. Das heißt, Nacht bricht an. Also die Viecher hier im Spiel, die stehen alle auf ihrer Ausscheidung. Ne? Ich meine auch hier die Löwe. Ne? Yo, Bro, du hast meine Fäkalien angezündet. Die sind jetzt so. Ne? Das lag an der Kamille. Und an den seltenen Kräutern. Ich sag zu dem kleinen Rock, hör nicht auf sie. Sie sind, schau mal hier ist ein Stück Rind. Probier das mal. Ja, schlingt dir das aus dem Finger. Siehst du, da ist noch mehr. Und dann gebe ich ihm noch so ein bisschen was. So zwei oder drei Stücke. Und dann sage ich, so, ist er denn jetzt schon trocken? Weil die trocknen ja relativ schnell. Ja, er hat dunkelgrünes, samtiges Gefieder. Mal, ist das süß. Ich heb den runter und sag so, pass mal auf. Jetzt ist es aber, schau mal, wir sind alle schon so ein bisschen müde, so. Also du müsstest dich jetzt hinsetzen, deinen Kopf unter deinen Flügel stecken und schlafen. Er legt den Kopf schief. Ich glaube nicht, dass man mit dem so einfach reden kann. Und das ist immer noch ein Baby, der ist gerade erst geschlüpft. Wer ist die Hirtin, du oder ich? Löwin hat inzwischen den Kopf auf den Pfoten, die Augen geschlossen und scheint ein bisschen zu dösen tatsächlich. Ich kenne mich mit kleinen Tieren aus, mit Babys. Ja, bitte, also nur zu. Ich setze mich zu ihr. Mhm. Ich nehme jetzt den kleinen Rock auf meinen Schoß und kraule ihn zwischen den Ohren, also zwischen den figurativen Ohren. Auf dem Kopf halt. Ja. Also der hat aber schon eher so ein Raubvogelgesicht mit so einem... Okay, ja. Ja, es wirkt so ein bisschen wie eine Mischung aus Hahn und Adler. Ja. Also Raubvögel haben ja einen sehr unerbittlichen Blick, also auch wenn sie es gar nicht so meinen. Also das ist jetzt hier kein... Es ist keine Gans. Mm-mm. Ja, gut, aber ich bin trotzdem nett zu ihm. Ja, er steckt tatsächlich auf deinem Schoß auch irgendwann den Kopf unter den Flügel. Siehst du, sein es hat gewirkt. Unter ihren, also unter Vents Flügel. Ich habe keine Flügel, ich habe Arme, Schätzchen. Na ja, das ist das Pendant dazu. Äffst du jetzt auch so? Ja, genau, ich schlafe ab jetzt immer so. Ich wache da morgens auf wie eine Hundertjährige mit einer steifen Schulter. Oh. Aber dann kann sich das Küken wenigstens keinen Schmarrn abschauen. Aha. Nicht, dass der sich irgendwann so hinlegt. Okay. Moment. Fergus. Mhm. Funktioniert das bei denen wie bei Gänsen nicht, dass der sich jetzt auf mich prägt und mir dann immer hinterherläuft, wie deine Gänse hinter dir? Das ist durchaus möglich. Zu spät. Mach das deswegen aufhört. Deswegen sagte ich ja eben Mama. Du bist jetzt seine Mami. Ihr seid alle doof. Ja, das ist so. Du bist jetzt seine Mami. Gar nicht wahr. Du bist die Mami eines fleischfressenden Riesenbabys. Ja. Oho. Ihr seid alle doof. Ich schon sagte, das war so nicht vorgesehen, dass da so ein Tier rauskommt. Das ist aber für eine Kriegerin doch eigentlich sehr angemessen. Vielleicht kannst du später auf den reiten und als Heldin auf dem Rock. Ne? Ganz Avonwin könnte auf dem reiten. Das hat Potenzial. Wahrscheinlich, ja, und? nicht nur Arbonbind könnte auf den reiten, du könntest auch auf dem Rücken von dem Rock wahrscheinlich eine eigene Weberei errichten mit einer Windmühle. Ein eigenes Dorf bauen. Nein, noch eine viel bessere Idee. Else, ich kann dich jetzt in jedes Dorf hineintragen. Ich kann dich in jede Burg hineintragen.
Auftrag dort drin absetzen. Du machst dein Ding und dann hole ich dich ab. Ja. Das Viech fällt auch nicht auf. Das nein, genau. Es fällt überhaupt nicht auf. Genau. Nachts vielleicht, ja. Obwohl, wenn ich ihr den Silberreif an eine Kralle dran mache. So als ein unsichtbarer Riesenvogel. Er braucht einen mächtigen Namen. Ich nenne ihn Timotheus. Wollt ihr Wachen aufstellen? Ja, ich muss ja eh mich um den Kleinen kümmern. Ich bleib wach. Wenn es so ist wie bei Babys, dann wacht er alle 2 Stunden auf. Ich muss ja meine Lämmer auch alle 2 Stunden mit Milch versorgen, wenn die... Wenn das ist die, schlimmer, wenn die Mutter... er wacht jede Stunde auf. Ja gut, dann, also ich wache. Die Frage ja, ist, fütterst du ihn tatsächlich jede Stunde oder... Nein, er muss Maß halten lernen. Wirklich, mit einem Tag ist da Zeit, dass er das lernt. Also bei der Feenlöwin weiß ich ja, dass sie magisch ist, aber ich würde nochmal den Blick gerne auf den Riesenvogel. Er ist auch magisch. Er ist auch magisch. Sagst ja, du das? Magisches Tier, interessant ist interessant. Nicht, wenn du ihn jetzt fütterst, dass er morgen hier den ganzen Tempel ausfüllt. Hm. Wir eröffnen was? Einfach die magische Menagerie und... Du meinst, er wächst ziemlich schnell? Es war ein Gänseei. Also ein Gänseei ist nicht ganz so klein, ne? Aber so, das Gänseei war ja so groß. Ach so, also es da, was? Das war so ein großes Ei, das war auf der war Säule und da drauf saß diese große Statue. Es war vermutlich gar kein Gänseei, Schatzi. Also tatsächlich, Gwen wird die Nacht wach gehalten und bekommt auch keine Trefferpunkte. Ihr anderen drei wacht natürlich auch mit auf und entschließt dann wahrscheinlich, euch irgendwann woanders hinzulegen, wo man nicht stündlich hört. Geht ja noch, aber das Problem ist, ich rede ja mit dem Kleinen. Ja. Das heißt, ihr dürft einen Trefferpunkt regenerieren. Und Gwen, du bemerkst, während du auch mal wach bist, irgendwann mitten in der Nacht, dass die Löwin nicht auf ihrem Platz liegt. Und scheint irgendwo, ja, ist nicht da. Ist allerdings in den Morgenstunden wieder da. Und Nein. Wenn ich sehe, okay, dass sie nicht da ist, wecke ich sofort Fergus. Liegt direkt daneben? Also ich habe mich dann mit zu ihr gelegt. Ja. Also, ja, also wenn du nach ihr schaust, dann... Es braucht ein bisschen, aber du siehst sie irgendwann pirschend einfach durch die Gebüsche. Hm. Ja, die wird jagen gehen. Die muss auch was essen. Was? Wir haben ihr doch was gegeben. Es ist ein... Im Endeffekt ein Wildfeentier. Kann sie dem Rock vielleicht Jagen beibringen? Ich glaube, dass der Rock das irgendwo sehr einfach auch selber hinkriegt. Ja, aber wenn ihr keine Rock-Mama hat, die ihm das zeigt. Ich meine, ich kann nicht mit ihm jagen gehen, ich kann nicht mal fliegen. Naja gut, aber ich habe schon von Leuten gehört, die Gänse großgezogen haben, die Gänse konnten danach auch fliegen. Ist das so? Ja, man muss natürlich sich ein bisschen anstrengen. War das nicht irgendwie so auch bei gerade bei Enten, Gänsen und so weiter, also wenn die aus dem Ei schlüpft, dann watscheln die sofort los, dass sie schon irgendwo so einigermaßen selbstständig sind? Ja, nee. Die können auch nicht ganz am Anfang schwimmen. Die laufen erstmal ewig hinterher. Ja, nee, gut, mit dem Schwimmen nicht, aber dass sie dann... Ja, aber die laufen ja direkt, ja. Also Roch läuft, der Roch läuft auch, Timotheus läuft ja auch. Mhm. Aber er streckt halt immer wieder fordernd den Schnabel dann so, wie man es kennt, groß hin, ne? Also ich vermute, er hat wahrscheinlich viel zu große Füße, weil die müssen ja erstmal in ihre Füße reinwachsen. Also ich vermute, er ist extrem unproportioniert noch. Mhm. Ja. Aber hier so Enten und Gänse, ja, die sind keine Nesthocker, sondern die laufen mit rum. Aber ja, das dauert lange, bis sie auch fliegen können. Okay. Ja, auf jeden Fall. Fergus legt sich dann wahrscheinlich auch wieder irgendwann hin. Und ihr erwacht am Morgen, während Gwen gerade den Roch füttert. Der ihr tatsächlich bis zum Bauchnabel geht. Ach so, das ist mir jetzt aber aufgefallen, dass er gewachsen ist. Fergus, du könntest recht haben. Gut, er füllt zwar nicht das Haus aus, aber es ist also schon größer. Wie groß wird er nochmal, wenn er fertig ist? Größer als das Haus. Der Tempel. Das wird dann schwierig, ihn zu verstecken. Groß. Er fällt voll auf. Der
den braucht man auch nicht verschrecken, weil verstecken, weil es gibt nichts, was ihm gefährlich werden kann, glaube ich. Ja, aber... Es sind eher jedweder andere Personen, die sich vor ihm versteckt. Also der frisst dann auch so ein Oger weg oder so, ja. Der tut nichts. Nein, ist klar. Die will nur spielen. Ein fleischfressender Riesenvogel, der Elefanten mit sich rumträgt. Also Moment mal, hier kommt jemand und beschwört irgend so eine komische Feenlöwin und wir finden das alle toll. Und ich habe hier so ein kleines, hilfloses Federbällchen und jetzt bin ich diejenige, die Leute in Gefahr bringt. Ja, geht's noch? Er rennt tatsächlich Glenn hinterher. Ich sag ja nur, du sollst vorsichtig sein. Das würde er nie tun. Guck ihn dir an. Na, du musst ja schon noch was dafür tun, dass er das nicht macht. Du musst ihn erziehen. Ja, natürlich. Das heißt, sobald er Buddy im Schnabel hat, im Nacken nehmen und schütteln. Den Buddy oder den Vogel? Nein, den Vogel. Also pass mal auf. Wir machen heute den ersten Lernfortschritt, Timotheus. Alles, was sich bewegt, ist kein Futter. Alles, was tot ist, ist Futter. Okay? Also guck. Totes Rind. Sich bewegende Menschen und Feenkatzen. Kein Futter. Er klingt nicht so überzeugt. Er hat Hunger, er möchte wachsen. Ja, ich gebe ihm, also ich kenne da jetzt nichts mehr, ich gebe ihm das erste Stück von meiner Keule. Also nicht von meiner, sondern von dem Rind. Ja. Also, aber also er hat schon richtige Flügel, oder? Die wachsen halt einfach auch größtenteils. Ja, die sind halt noch nicht so groß, aber ja. Ja. Also cool ist das irgendwie schon. Wir haben ihn doch. Ja, aber ich muss mich nochmal dafür entschuldigen, dass das jetzt so aber. Größer. Wow! Okay. Was uns aber jetzt wirklich zu der Entscheidung bringt, was wir jetzt mit ihm machen. Das Interessante ist, woher kommt der Vogel dann? Weil so viele kann es von denen nicht geben, weil dann hätten wir die mit Sicherheit schon mal gesehen. Ja, vor allen Dingen der Feenfürst hat ja auch gesagt, er hätte diese Statue als diplomatisches Geschenk bekommen und irgendwann lag halt das Ei darunter. Hm. Vielleicht war das ein Attentat, vielleicht hat ihm jemand das untergejubelt, in der Hoffnung, dass das Vieh schlüpft und ihn auffrisst. Deswegen, der Feenfürst ist ja sicherlich als Elf sehr, sehr alt und er ist magisch sehr versiert. Ich würde vermuten, dass er sich eventuell sogar mit dem irgendwie auskennt und das als mit dem irgendwie besser umgehen kann, vor allem dort hinten in den Bergen. Also der letzte Rauch wurde, wie gesagt, gesehen, als die Zwerge hinter die Wall gebracht wurden. Also hinter die Wall bedeutet auf die andere Seite von uns. Genau, es sollten ja alle, also angeblich sollten ja alle Feenwesen die Menschenwelt verlassen. Deswegen wurde diese Wall gebaut. Ihr wisst, dass es nicht stimmt, dass eigentlich die Wall gegen diese Dämonen, aber in der Geschichte heißt das, dass eben die Zwerge aus Tywel, aus dem Bingen dort, aus dieser verlassenen Stadt, auf dem Rauch quasi über die Wall geflogen wurden. Ja, wie gesagt, wenn wir, also ich wäre wirklich dafür, dass wir, wenn wir die Möglichkeit hätten, mit dem Feenlöwen irgendwo hinzureisen, dass wir vielleicht den kleinen Timotheus nach Arvonwen bringen, wo sich unsere Leute um ihn kümmern können. Und ich meine, er ist natürlich prädestiniert dafür, das Dorf zu beschützen, wenn wir nicht da sind, nicht wahr? Und Izzy, glaube ich, kommt mit sowas voll gut zurecht. Die ist ja Kiki selber so feenartig. Was? Ob Kiki da was dagegen hat? Ja, die soll ja sich nicht mit ihm befreunden. Sie soll ihn ja nur großziehen und ihm Manieren beibringen. Weil wir natürlich gucken müssen, ob sich dieser Rock, also ich muss das leider so hart sagen, ob der sich nicht zur Landplage auswächst. Ne? Weil der wird sehr viel Futter brauchen. Das heißt, der wird ja alles wegfressen in der Umgebung. Ja, aber dann ist die Frage, wo lebt er denn nativ? Denn wir müssten ihn dann wäre er ja überall Landplage. Dann entweder wir bringen ihn jetzt um, solange es noch geht, dann entwickelt er sich gar nicht zur Landplage, oder wir bringen ihn irgendwo hin, wo er sich ernähren kann. Aber wo wäre das denn? Was steht in dem Buch, wo die sonst wohnen? Da steht nichts.
steht nichts. Das ist jetzt doof. Deswegen war ja auch, das wäre der zweite Aspekt mit dem Feenfürsten. Also hier steht nur noch drin, der Roch scheint ständig Material und Futter für sein Nest zu sammeln, obwohl niemals ein Junges zu sehen ist. Ja, das Junge sitzt jetzt hier. Ja gut. Naja, wenn die sich genauso halt vermehren wie Trolle, dann dauert es ja. Ja, also dass wir ihn irgendwie... weil halt dieses, wobei das wäre auch eine Möglichkeit, ihn zu dem Troll hinzubringen, dort in die Gegend. Das ist ja, nee, einfach nur, also das Feenfürstenschloss, das war ja für uns über den Feenpfad durch die Schlucht relativ schnell zu erreichen. Aber grundsätzlich, ich würde vermuten, dass der in die Schlucht nicht reinpasst. Gut, der wird eine entsprechende Reichweite haben, wenn er erstmal fliegen kann. Aber dass er halt sich in den Bergen erstmal bewegt. Aber da gibt es ja nichts zu essen. Dann wird er über kurz oder lang auf jeden Fall... Ich denke mal, das ist schon irgendwo was so mit Bergziegen oder sowas. Ja, aber wenn das stimmt, was du sagst, er wird zu groß, dann braucht er sehr, sehr viele Bergziegen. Das heißt, über kurz oder lang wird er auf jeden Fall dieses Gebirge verlassen, weil er sich nicht ernähren kann. Der wird dich so schnell ausrotten, so schnell schauen wir gar nicht. Kennen wir jemanden, der sich damit mit sowas auskennt? Ja. Wir könnten die Gelehrten vielleicht fragen, die wir getroffen haben, die aus dem Süden kamen. Mhm. Weil die wollte ich ja eigentlich eh auch gerne mal besuchen. Und wenn die sich damit nicht auskennen, da unten gibt es sehr viele Gelehrte. Da gibt es bestimmt welche, die sich damit auskennen. Oder wir bringen ihn nach jenseits der Mauer. In Wüstenrose, daher kamen die, ne? Mhm. Wie willst du denn da hinkommen? Ja gut, wir haben jetzt einen Feen. Wir haben eine Feenkatze, die uns dahin bringen kann. Und wir haben einen Rock, der 10 cm pro Stunde wächst. Irgendwie. Denn ich meine, der Punkt, dass wir nie welche sehen, liegt vielleicht daran, dass sie jenseits der Mauer leben. Vielleicht. Aber da kriegen wir ihn ja fast genauso schwer hin wie nach Wüstenrose. Ich meine, mir ist es recht, wir können auch nach Wüstenrose gehen, nur ich fürchte nur im Süden. Vielleicht gibt's Rocks im Süden. Pass mal auf, Timotheus. Denk mal so an dein kollektives Bewusstsein, also die Schwarmintelligenz der Rocks. Wo kommst du denn her? Wo leben Mama und Papa? Jetzt zeig dir erstmal er schaut Buch. Dich ganz verliebt an und reißt wieder seinen Schnabel auf. Oh, ja. Wo leben Mama und Papa? Ja, ich sehe schon. Während dieses Gesprächs oder so, dass man sich so ein bisschen vor ist, wenn die Löwin da ist, ja, ist sich da. So ein bisschen dort hintasten, also diese zufällige Berührung, wenn sie das zulässt, so ein bisschen krault. Also, dass ich sie nicht vergesse, aber es geht jetzt ja. Ein Vogel, dass sie nicht eifersüchtig wird. Pass mal auf, kannst du nicht mal die Feenkatze fragen, ob sie sich mit Rocks auskennt? Vielleicht weiß sie ja solche, Feenlöwin, vielleicht weiß sie ja solche Dinge. Sagen wir so, ich kann mit dir kommunizieren, aber es geht über Bilder. Das heißt, ich müsste ihr irgendwie Bilder und ihr dann damit klar machen. Aber wir waren doch im Feenreich. Da haben wir ja diese blöde Kuh getroffen, die mir gesagt hat, spring gegen den Baum und brich dir die Nase. Wie wäre es, wenn wir dahin gehen und ihn. Ja, wie wäre es, wenn wir dahin gehen und ihn mitnehmen? Und dann kann er dort leben. Izzy wohnt im Hexenhaus in Avonwen. Ja, jetzt, wir müssen ja nicht zu ihr, sondern wir gehen dahin, wo diese nackte Frau im See gebadet hat, die ihr alle so toll fandet, und dann lassen wir ihn da frei. Welche von den vielen nackten Frauen? Das stimmt auch wieder. Die unsere Eltern in Form von Weidenzweigen in diesem komischen Glas-Dingsbums da hatte. Arduina, genau, Arduina. Ich hätte jetzt, ich habe ja von Lady einen neuen Zauber gelernt und ich hätte eine Wie Frage oder Fragen mit dem Wind geschickt. Das, was sie mit Alexandra gemacht hat. Ja, dann das war frag jetzt so die Intention von, wen wollen wir fragen. Dann frag doch mal die Leute in Wüstenrose, ob sie sich damit auskennen. Denn wenn nicht, dann brauchen wir da nicht hinreisen. Ich brauche einen Namen, wo ich den Wind hinschicke. Wie hießen die denn? Die hießen doch irgendwie, die hatten doch so ganz komische Namen, Wolfgang oder so. Ich glaube, Hubert. Ja, siehst du? Siehst du? Hubertus, irgendwas. Ja, genau, die hatten komische Namen. Was ich jetzt dahingehend auch befürchte, wenn wir den jetzt in ein Land schicken, welches wir absolut nicht kennen. Wir kennen diese zwei Leute. Und auch wenn sie sagen, sie sind gebildet.
Wir hatten schon mal die Situation mit Krieg gegen den Norden und so weiter, nicht, dass die den da irgendwo für benutzen. Also dann, wir schicken den da hin und der kommt dann mit einem ganzen Heer auf dem Rücken wieder oder so. Also Wüstenrose wisst ihr, also Wüste, von dem, was die euch erzählt haben, ist auch außerhalb der Herzlande. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob der Wind so weit reicht, also ob der da dann hingeht und wie lange das dauert. Also noch ist der Rock ja ein Baby, also den würde ich jetzt noch nirgendwo großartig hingeben. Also ich finde schon wichtig, dass der auf uns geprägt wird und dass wir den großziehen und der lernt uns lieb zu haben. Ich gehe davon aus, dass ihr währenddessen frühstückt und euch fertig macht. Ja. Allerdings mit dem jetzt zum Schwarzmarkt zu gehen, halte ich für eine schlechte Idee. Wir haben hier kein Fleisch mehr. Gwen, kannst du bitte mal eine Intelligenzprobe machen? Ich? Ja. Oh je. über 16, Success. Dann in der Erinnerung, die du, also nicht in der Erinnerung, in das Bild, was dir gezeigt wurde, in dieser, als du deinen Wunsch eingelöst hast, war ja diese Ruine, über der es dämmerig war und irgendwie man den Mond gesehen hat und der Mond hatte genau die gleiche Form, wie sie jetzt gerade steht. Oh, das ist zeitkritisch. Der Mond beeinflusst, ob der Feenmarkt da ist oder nicht. Ich glaube, wir müssen doch dahin. Und zwar jetzt. Vielleicht kann man so Tiere ja auch parken vorm Markt. Also die muss man ja nicht mit reinnehmen. Aber es ist ein Feenmarkt, vielleicht können wir sie sowieso mit reinnehmen. Was wissen wir, was die Leute da für Sachen dabei haben? Es ist ein Feen-Schwarzmarkt. Ja und? Wo Viecher vorsetzen, die mit Fleisch gefüttert werden müssen. Aber Gold, wenn die den Rock sehen, dann sagen die gleich, oh, die Leute wissen, was sie tun. Der Rock wird nicht lange bei dir bleiben, wenn wir da irgendwie in die Nähe kommen. Und sie auch nicht. Ich würde sie lieber dann hier im Wald lassen. Wir können den kleinen Rock doch nicht alleine lassen. Ja, aber der hat doch jetzt alleine schon hier eine Maus gefangen, auch wenn das so tut, das wäre nichts. Also der kann sich ja wohl ein paar Stunden vielleicht auch beschäftigen. Schau ihn dir an, gell, Timotheus? Er schläft. ja. Okay, aber, dann hebe ich ihn aber runter, weil sonst fällt er nachher runter und bricht sich ein Bein oder so, dann, weil er kommt ja auch nicht runter. Er krallt sich fest. Aber wenn er möchte ja runter, er kann ja nicht mal rauf. Also vielleicht, wenn er dann runter will, dann haut es ihn auf den Schnabel. Und das möchtest du nicht sehen, wenn der weint. Vielleicht können wir den Vogel ja Gwen vorne vor die Brust wickeln, dass er sich dann hier so einbuckeln kann. Der Vogel ist schon so groß wie Gwen. Nee, ist er nicht. Ich kann ihn ja hochheben. Noch ginge es, ja. Noch geht. Okay. Also gut, also pass auf, Timotheus, wir müssen jetzt kurz weg. Ich möchte, dass du hier bleibst. Die eine oder andere Maus ist kein Problem. Aber lass die Krallen von diesem komischen Löwen. Die schmecken gar nicht gut. Und du, Missy, lass mal einen Vogel in Ruhe. Sie öffnet ein Auge, zuckt sie mit der Pfote und schließt sie wieder. Was sagt denn mein Tiergespür sozusagen, ob ich nochmal Tiergedanken, hier mit Tieren sprechen wirken müsste, um ihr das klarzumachen, dass die hier, oder ob das per Handzeichen geht, dass wir schon so weit sind, dass das irgendwie, ich möchte gerne der Löwin kommunizieren, dass ich jetzt weggehe und sie hier vielleicht wartet oder irgendwie sowas. Ich weiß jetzt nicht, wie das vorgesehen ist bei dem Ritual. Also du zeigst dir Bilder, wie du gehst quasi und sie da wartet und du kommst irgendwann zurück und sie ist noch da. Ja. Okay. Sie zeigt dir Bilder, wie sie dir folgt. Okay. Gut, also sie wird, glaube ich, mitkommen. Wenn du jetzt in Timotheus Richtung schaust, dann siehst du viele, viele Mäuse um ihn rum, die er alle isst. Und kommen die plötzlich her? Was? Nein, das ist das, was ich, dadurch, dass der Zauber wirkt, kann ich jetzt mit beiden Tieren kommunizieren. Ah. Möchtest du dem Vogel noch irgendwas mitteilen, dass ich dem noch ein Gedankenbild schicke? Deine Löwin zuckt ein bisschen genervt mit den Augen. Ja, sag ihm, dass ich ihn ganz fest lieb habe. Oh.
Jetzt schon. Ja, dann schicke ich dem Vogel jetzt ein gedankliches Bild, wie... Mhm. Und dann haben die alle diese kleinen Mäuschen, die um ihn herumtanzen, haben dann Gwens Kopf, ne? Die Gwen ihn so im Arm hat und ihn die ganze Zeit mit Mäusen füttert und so krault. Und ja, er schickt dir genau das gleiche Bild zurück, nur dass die Mäuse ein bisschen größer sind und Gwen auch. Aha. Vielleicht kommen wir jetzt doch wieder auf das Wischwaschkraut zurück, weil wenn wir ihm jetzt das Rauchen beibringen, vielleicht wächst er irgendwann nicht mehr. Sofort die Dröhnung geben. Ja, oder er kriegt eine Psychose und wird dann schizophren. Das wollen wir nicht. Nein. Keine Experimente mit meinem kleinen Schatz hier. Gut, also was ist jetzt euer Plan? Also wir lassen die hier und laufen erstmal Richtung Feenmarkt, weil wir glauben, dass es zeitkritisch ist, weil sonst nämlich irgendwie, wenn der Mond untergeht, dann geht hier alles ein Bach runter. Ich nehme die Löwe mit, es geht nicht anders. Also ich würde den Vogel auch nicht hier lassen, lass uns den mitnehmen. Also gut, dann nehmen wir ihn mit. Kommando zurück, wir nehmen ihn doch mit. Alles, was wir gerade haben, schnallt Matthäus vor die Brust. Die Löwin folgt euch so im einigen Abstand und ihr findet den Trampelpfad ohne Probleme. Mhm. Wollt ihr ihn beschreiten? Ja. Haben wir denn noch genügend Fleisch über, um jetzt diese Wachen dort füttern zu können? Also wir hatten ein paar Kilo Fleisch dabei. Haben wir noch was übrig? Oder? Ihr habt noch was übrig. Nicht mehr so viel, aber ihr habt was übrig, ja. Es dauert tatsächlich keine 5 Minuten, bis ihr den Stein seht mit der Herzmarkierung drin. Mhm. Ach, guck. Und folgt dann einem nicht sichtbaren Pfad tiefer in den Wald hinein und kommt nach ungefähr einer Viertelstunde wieder an einen gigantischen Baum, den ihr schon von Weitem über den anderen Wipfeln oder immer mal wieder so ein bisschen durchblicken könnt. Genau, Löwin folgt ruhig, Timotheus hat sich irgendwann eingekringelt und schläft. Fridolin schläft tagsüber sowieso. Mhm. Die Menschen alle gesättigt gehen da lang. Und ihr seht an dieser Bluteiche, die ein wenig kleiner ist als die, mit wo ihr oder wo Fergas mit Alexandra wart? Nee, hieß sie? Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem eine Bluteiche, ein magischer Baum. Und sogar Gwen und Else können aber ein goldenes Flimmern sehen, das von ihr ausgeht, mit einem großen eingeritzten Herz an der Rinde. Ansonsten seht ihr keinen Weg um die Eiche herum abgehen, außer dem ganz schmalen Trampelpfad von euch. Die Formulierung war, ab hier würden wir den Pfad schon finden oder so ähnlich, ne? Mhm. Dann gehen wir. Dieser Baum ist magisch entsprechend und ich würde vermuten, dass sich da das schon irgendwie, wir haben einen Herzstein, wir haben hier ein Herz in einem Baum. So ein Herzfasten im wahrsten Sinne des Wortes, also einfach mal zu dem Baum hingehen und so die Hand auf das Herz legen, gucken, was passiert. Tschüss, Fergas, war schön mit dir. Machst du das? Wir kümmern uns um deine Löwin. Ja. Und deine Hand verschwindet im Baum. Wir müssen hier durch. Der Baum ist der Pfad. Baum ist der Pfad. Okay. Geh mal hin und streck meine Hand auch hin, um zu checken, um auch echt magische Menschen. Verschwindet auch. Auch ihr seht dieses goldene Flimmern um den Baum. Blick zu der Löwin, so ihr zunicken und dann versuche ich mal, ob ich in diesen Baum hineingehen kann. Also ob das wirklich wie so eine Art Tür, Tor. Fergas verschwindet in dem Baum. Mhm. Ja, dann versuche ich das auch. Hinterher. Ja. Mhm. Ihr geht hinterher und tatsächlich kommt ihr direkt auf der anderen Seite, scheint ihr in einem Felswand rauszukommen. Seht hinter euch die felsige Wand. Das ist einfach nur eine Höhle, die ein paar Schritte irgendwo reingeht. Und auf einmal springt die Löwin an euch vorbei. Sie scheint da durchgesprungen zu sein. Mhm. Und wenn ihr diese Höhle ein wenig an den Ausgang geht, seht ihr vor euch eine Schlucht. Seltsamerweise ist es eher düster und dämmerig. Und ihr seht auf einem Felsen weiter oben ein Geschöpf, das sich
durch seine Figur abhebt vom Felsen, aber dieselbe Struktur oder ähnliche Struktur zu haben scheint. Und es ist ein komisch zusammengewürfeltes Drachentier-Mischwesen, das sich aber bewegt. In dem Moment gibt es einen Knall. Eine Schriftrolle platzt nach oben, entrollt sich und ihr dürft alle einen Rettungswurf auf magische Gegenstände machen. Na, toll. Eieiei. Das müssen wir jetzt überwürfeln, ne? Ja, genau. Nicht geschafft. Ich hab's auch nicht geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Okay. 16 ist das überwürfelt. Fergus und Else werfen sich noch rechtzeitig auf den Boden und halten sich die Ohren zu, aber Taran und Gwen werden voll erwischt, als mit einer schallenden Stimme folgender Spruch durch diese Höhle schallt. Nämlich, beim Abendessen am Feenhof. Frau, isst du wild? Mann, nein, ich lasse es ruhig angehen. Und das Wesen dreht seinen Kopf zu euch. Und damit machen wir beim nächsten Mal weiter. Sein gut. Eine der schlechtesten. Ah, Entschuldigung, Witze, ihr bekommt natürlich noch 1W6 Schaden aufgrund dieses schlechten Witzes. Also irgendjemand. Ah, eine 1 gewürfelt. Ah. Sehr gut. Ah, wie gut. 1W6. Nicht mal die volle Breitseite, aber ich habe nur noch 15 Hitpoints. Kinder, ich muss jetzt mich auch mal hinlegen. Irgendjemand muss sich heute Nacht um den kleinen Rock kümmern. Ich habe auch nur noch 15, also dadurch, dass er so langsam regeneriert. Schauen wir mal, ob das noch unser nächstes Haustier wird hier. Gargoyle mitnehmen. Ja, auch total süß. Wächst vielleicht nicht ganz so schnell. Das ist wahr. Ja, also wir sind doch nicht ganz fertig geworden mit Flussperlen, aber beim nächsten Mal. Dafür habt ihr jetzt schöne Tierbegleiter. Ich glaube, wir benennen die Reihe um in fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Ja, genau, und wo man sie findet. Ja. Ja, also, genau. Was wünschst du dir noch so? Ich bin da echt so ein offen. Affen, so ein Affen, den man überall zum Einbrechen schicken kann. Ja, zum Beispiel. Dafür müsstet ihr vielleicht einen Dschungel ausfindig machen. Gibt's bestimmt. In der Nähe von Wüstenrose. Mhm. Daran kriegt die Kröte, die war da neulich. Nee, also die war ja sehr eklig. Die wollen wir nicht haben. Aber so ein kleiner Roch. Wieso? Die nimmt mich in den Mund und springt mit mir ganz schnell durch die Gegend. Komme ich ganz schnell überall her. Ja. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das Ei so groß ist. Also ich hätte jetzt. Das Ei war irgendwie Ei so groß. Ja, hatte ich davon war nie die Rede. Ja. Auch nicht, oder? Was? Okay. Okay, ja, gut. Dann beenden wir den Stream schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Leiden. Gerne. Ja. Und bis zum nächsten Mal mit den Herzlanden. Tschüss. Tschüss. Ciao. Mit Betty als Else Mehltau, Callisto als Gwendolin Mehltau, Frank F. als Taran Krochanhut, Spoon RPG als Fergus Tinker und Shay als Spielleitung. Verstanden. Oh, übrigens, Else hat heute Geburtstag, 2.9. Herzlichen Glückwunsch, Else. Hey. Ich wusste das natürlich. Gwen hat schon mal was vorbereitet. Wir alle wussten das irgendwie, oder? Ich meine, wir haben es gespürt. Ja, genau. So viele Jugendliche gibt es ja bei uns im Dorf nicht. Also ich müsste es zumindest wissen, sie ist meine Schwester. Also wenn ich das nicht weiß, ich habe deine Geburtstage immer vergessen. Aber in-game ist es ja trotzdem nicht. Also. Ja. Ah ja, Aran, wir müssen gut. Ihnen ein Bündel Weidenzweige schenken. In-game haben wir den. Wie gemein. 18. Juli, glaube ich. Weidenzweige. Wir haben halt Eltern, die uns mögen, im Gegensatz zu deinen, die dich durch einen Zwerg ersetzt haben. Ja, ich habe mal bitte Lydia jetzt wieder. Das Mama. Drei Frauen zu Hause. Okay. Ja, genau, es wird wirklich schlimm, ja.
Und die Gänse. Ja, für mich, wenn wir den ja schon anfängt mit dem Banzen. Ja. Oh. Ja. Ich hab so den. Ich würde doch Sabine nie essen. Da hast du aber eine andere Motivation, weil schlau ist die nicht. Apropos das Sabine, weißt du nicht. Sabine und ich, wir führen ganz intensive und lange Gespräche, wenn ich da so auf dem Pferd, auf der Weide sitze. Auf Ich, wenn du mal zu Hause... ich trete meine Schwester gegen das Schienbein. Wenn du mal zu Hause bist und nicht auf Abenteuerfahrt und das kleine Lämmlein wochenlang alleine lässt. Die heißt nämlich genauso wie ihr Schaf. Das ist nämlich Sabine, Christine, Fritz und ich bin Franz. Bloß weil du depressiv und mies drauf bist, musst du mir jetzt nicht auch noch meine Stimmung ruinieren. Wollen wir das vielleicht irgendwie anders? Er schaut ein bisschen verschreckt zwischen euch hin und her. Genau. Jetzt hat Else so eine geile Lederkutte. Und auf der Rückseite stehen dann so die ganzen Buttons und sowas hier von den ganzen Hardbaden-Bands und sowas. Ne? Hier. Genau. Vorne sind also diese ganzen Heldenbroschen aus den verschiedenen Dörfern, die wir alle befreit ja, genau. haben. Ja, genau. Da kannst du so dir dann Tour. Voll so diese, genau, genau. Genau, unsere Tour. Oktober, Herzlande. Die Herzlande-Tour, genau. Ja, genau. Okay, langsam wird Zeit, dass wir dann auch ein Roadie bekommen, ne? Ja, wir warten ja noch, bis Branwen wieder da ist. Dann ist das erledigt. Dann haben wir einen Roadie. Das musst du mit dir ausdiskutieren. Ja, ich habe keine Ahnung, was Roadies so machen. Ja, die ich ganze weiß, Scheiße. Dass die keine Groupies sind. Achso, ja, nee, dann nicht. Die ganze Scheiße schleppen. Achso, nee, ja, dann nicht. Also, ein Tag ungelernte Arbeit kostet 2 Kupfermünzen. Ja, da guck mal her. Mindestlohn und all das. Ungelernte Arbeit. Wir sind Arbeit. Ja nicht ungelernt, wir sind ja schon, wir haben Erfahrung. Es geht ja um den Roadie. Ja, so. Aber wie ich Branwen kenne, wird sie die erste Gewerkschaft gründen. Ja. Hattest du nicht? Sie gut. ist ja mit dir verwandt. Ich meine, die Verwandtschaft ist ja da sehr eindeutig. Und dann würde sie als allererstes Ludmilla und Itzi mit rein rekrutieren. Wenn du noch ein Magier sein würdest, hattest du... Ich hau ihm eine auf, nicht, den Hinterkopf. Ich rede das... Sei nicht so gemein. Anno, hattest du nicht irgendwie unsichtbarer Diener oder sowas? Mhm, hatte ich, ja. Habe ich quasi. Musst du jetzt in dieser Wunde rumstochern? Ja, eine Wunde, die wir aber auch schnell wieder schließen. Ich meine, wir haben ja... Ja, du hast bisher noch keine Ideen, wirklich. Ich stehe auf diesem Feenmarkt diskutierend um euch rum, geschäftiges Treiben.